Denn gerade wird nicht nach unseren Bedürfnissen regiert. Gerade wird nach den Bedürfnissen des Kapitals regiert. Und was heißt das? Wir backen kein Brot, um es zu essen. Wir backen Brot, um es zu verkaufen. Da geht was auf. Oh. Wir begrüßen Richard David Precht. Wir begrüßen bei uns die Ökonomin und Philosophin Silja Graupe. Wir haben die vielleicht gerade relevanteste Ökonomin der Welt zu Gast, Isabella Weber. Der Wunsch ist, darüber haben wir eingangs gesprochen, ihr habt diese Rechte, dieses Rundfunksystem gehört euch, nehmt es euch. Danke, Friedrich Obersbusch. Im Moment gehen die Leute eher auf die Barrikaden, wenn ihnen eine Wärmepumpe zugemutet wird. Und das ist eher Konterrevolution, nein, konterrevolutionäres Subjekt als revolutionäres Subjekt. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, immer wegzuschauen, wenn sich wirklich etwas tut. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir wegschauen, wenn beispielsweise Gewerkschaften gemeinsam mit Fridays for Future demonstrieren. Und da sind Leute von der IG Metall dabei, die plötzlich auch sagen, so kann es nicht weitergehen mit dem Wirtschaften. Richtig, wir haben richtig. Der Kapitalismus muss in Frage gestellt werden, um die Demokratie zu retten. Nicht, um die Demokratie abzuschaffen. Ah, das ist keine Revolution. Demokratie ist unvollkommen, sie ist anstrengend, sie ist frustrierend, aber sie ist trotzdem die beste Staatsform, die es gibt. Und deswegen müssen wir es ohne Revolution hinkriegen. Das ist viel mühsamer als die schönen Visionen von der guten Welt. Aber das ist es wert. Guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dass jetzt so viele Menschen gekommen sind, wusste ich gar nicht. Es hat uns ein bisschen überrascht. Wir hatten angedacht, erst kleiner zu gehen, einen kleineren Saal. Und jetzt hat sich aber doch herausgestellt, es war die richtige Größe. Ja. Wenngleich ja viele überhaupt nicht so genau wissen, was wir hier machen. Mir schrieb gestern jemand auf Instagram, ob er Bengalos mitbringen soll. Sollte das jemand gemacht haben? Also wir dürfen nicht mehr auf der Bühne rauchen. Von daher vielleicht auch die Bengalos lieber auslassen. Andere haben gefragt, ob wir Mistgabeln und Fackeln ausgeben werden. Naja, es ist eine Revolution. Ja, das Kanzleramt ist ja nicht weit entfernt. Ja. Ich kann spoilern, das werden wir nicht tun. Wir könnten jetzt hier sitzen und so einen Podcast aufnehmen mit Live-Publikum, das ist ja auch beliebt. Ja, das könnten wir. Andere behaupten, dass wir eine Partei gründen würden heute. Ah ja, okay. Was wäre das für ein... Das war ein heißes Gerücht. Und das ist die Thilo und Wolfgang-Partei einfach oder... Ich fand WMS eigentlich am besten, das hört sich am besten an. Ja, dann bin ich auch schon direkt der Vorsitzende dieser Partei, das passt mir gut. Ja. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Vielleicht wäre es aber doch sinnvoller, erst einmal zu debattieren über verschiedene Formen der Revolution in verschiedenen Bereichen. Was müsste revolutioniert werden oder wo brauchen wir vielleicht auch nur eine Reform? Ja, aber wollen wir das wir beide machen? Ich würde sagen, wir müssen da doch ein paar andere Stimmen noch hinzunehmen. Meinst du? Ja, wollen wir? Wollen wir auf die Kacke hauen, Wolfgang? Dann würde ich sagen, Vorhang auf. Wir begrüßen bei uns die Ökonomin und Philosophin Silja Graupe. Sie,
Silja ist Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftswandel, über den werden wir sprechen, in Koblenz. Und wir haben die vielleicht gerade relevanteste Ökonomin der Welt zu Gast, Isabella Weber. Ich meine, ihr wart beide schon bei Jung und Naiv. Wolfgang, habt euch beide wahrscheinlich auch schon mehrfach besprochen. Man sollte euch kennen. Ja, und deswegen können wir direkt einsteigen. Und erst einmal, Silja, frage ich mich, die Krisen sind so omnipräsent und sie sind so spürbar. Und trotzdem haben sehr viele Leute den Eindruck, es bewegt sich fast nichts. Ist das auch dein Eindruck? Ja, tatsächlich. Ich habe letzte Zeit viel über Elie Wiesel nachgedacht, der Überlebende von Auschwitz-Birkenau und Friedensnobelpreisträger. Und er sagte, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das ist schon einige Jahre her. Und er sagt das vor seinen schrecklichen Erfahrungen. Und ich denke, er hat leider immer noch recht, dass wir eine solche massive Gleichgültigkeit haben. Denken wir an Corona, wo wir alle so begeistert waren, wie Menschen geholfen haben in den Krankenhäusern. Nicht mehr als ein bisschen klatschen, noch nicht mal eine Sonderzahlung. Die Zunft meiner ÖkonomInnen, die wir immer noch Millionen von Menschen weltweit beibringen, weltfremde Modelle zu rechnen und Ankreuztests zu machen, wo wir empirischermaßen nachweisen können, dass junge Menschen Welt gestalten wollen und wir sie in allen Schulen davon abhalten. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir geboren sind als gleichgültige Menschen, sondern dass es antrainiert wird. Und mir kommt das Ganze vor wie so eine riesen Deckgebirge unter so einem Supervulkan wie Yosemite. Wir haben diese unglaubliche Dynamik in Menschen, in uns allen. Und es wird verdeckt und abgedeckt ohne Ende. Und ich denke, wir haben diese Bewegung, also wir spüren, dass wir was verändern können, aber wir warten, bis irgendwie Fluten kommen und dann schaufeln wir Sandsäcke, bis Epidemien kommen, dann klatschen wir ein bisschen. Und ihr wollt ja über Revolution sprechen und das ist für mich so diese Frage, wie kriegen wir diese Dynamik, die eigentlich in uns allen sind, dazu nicht nur in Krisen wie Supervulkane zu einer Eruption zu kommen, sondern zu so einer ständigen Bewegung. Und es ist einfach diese massive Gleichgültigkeit, die mich zumindest mehr in Zorn treibt und in diese Frage, wie können wir uns wechselseitig befähigen, als mitfühlende Wesen tatsächlich zu gestalten? Jetzt bist du schon eine Weile auf dem Weg des unorthodoxen Denkens. Du hast mit dieser Hochschule was ganz Neues angestoßen. Inwiefern ist für dich auch das Persönliche ganz entscheidend, um revolutionär zu denken oder Revolutionäres anzustoßen? Also ich denke, ich bin bis jetzt drei Wege gegangen. Mhm. Der erste auch in meiner Promotion war die Hoffnung, wenn ich rational darüber aufkläre, wie ein Mainstream arbeitet, dass seine Annahmen nicht richtig sind, dass er realitätsfern sind, dass ich über die Frage von Recht und Unrecht und Wahrheit und Unwahrheit irgendeinen Punkt machen konnte. Und es hat nichts geholfen oder praktisch nichts. Und denke ich, okay, wenn es nicht um Wahrheit geht, dann geht es vielleicht um Macht. Und ich habe viel geschrieben, wie Macht verkörpert wird, vor allem über epistemische, das heißt über Wissensstrukturen. Und irgendwann habe ich den Eindruck, dass ich trotzdem damit die Macht gestärkt habe, weil ich immer über sie gesprochen habe und immer erzählt habe, welche Mechanismen sie anwenden. Und meine Studierenden sind oft so hoffnungslos denn und sagen, oh, so schlimm ist die Welt. Rationaler Diskurs bringt nichts. Die Kritik von Macht bringt nichts. Und in letzter Zeit versuche ich, einen anderen Weg zu gehen, weil ich dachte, hey, komm, irgendwas hast du in dir, was super anti-utilitaristisch und super, super anti-fortschrittlich ist. Und ich hatte nie bis vor einem halben Jahr den Mut, drüber zu sprechen, nie den Mut zu sein, wie ich bin,
Deshalb seht ihr mich heute hier so sitzen. Ich leide, seitdem ich denken kann, an starken chronischen Schmerzen. Ich habe eine zunehmende Schwäche. Und ich wollte immer mitspielen, ich wollte immer dabei sein. Wir, Thilo, haben zwei Interviews anders geführt, weil ich dachte, wenn ich das sage, dann gehöre ich nicht dazu. Und heute fange ich sowas an, man nennt das Autoethnographie, zu sagen, in mir ist ja etwas, wo ich totaler Outcast bin. Der Utilitarismus sagt, wir können Schmerzen, Schmerz und Leid entscheiden. Und wir müssen uns immer für die Freude entscheiden. Ich kann nichts entscheiden. Der Schmerz gehört zu meinem Leben und wir sind 12 Millionen Menschen in Deutschland, die so leben müssen, meistens ohne medizinische Versorgung. Und die Idee, dass immer alles besser werden soll in dieser Gesellschaft, ist so quatschig bei einer fortschreitenden Krankheit. Da wird nichts besser. Und ich denke, ja, eigentlich cool, weil ich bin das lebendige Beispiel, dass etwas anders ist. Und ich möchte meine Position und meine Wissenschaft nutzen. Um meine Erfahrung sozusagen als Outcast deutlich zu machen, damit wir das machen, wozu eigentlich Wissenschaft, Sozialwissenschaft da ist, Menschen eine Stimme zu geben. Und das ist genau meine Erfahrung, dass ich 47 Jahre, ich bin 47, gebraucht habe in dem, was mir selber wichtig ist, überhaupt meine Stimme zu erheben. Ich habe 22 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass andere Menschen keine chronischen Schmerzen haben, weil mir nie die Normalität gesagt hat, dass das normal ist. Ich dachte mal, ich bin ein bisschen komisch. Das heißt, eine Gesellschaft, die mir für das, was mir wichtig ist, keine Sprache gibt. Ich bin bei zig und hunderten Ärzten gewesen, die mir gesagt haben, da ist nichts, du bildest dir das ein, du bist depressiv, du bist verrückt. Ich hatte so Angst zu sprechen. Und wie soll ich vor meinen Studierenden stehen, die diskriminiert werden wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Orientierung, wegen ihren Erfahrungen, wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Aussehens? Und diese Kraft in uns zu entdecken, es wird nichts besser, es wird alles schlimmer in gewisser Weise. Und wir können was tun, wir können kämpfen. Wir können uns bewegen, wir können uns zusammenschließen, wir können uns solidarisieren. Und das ist für was anderes für mich als Machtkritik. Mittlerweile ist eine Transformation von unten, die wir anstoßen können. Kannst du uns noch aufzeigen, wie man es schafft, wie du es schaffst, aus der Position einer Schwäche heraus eigentlich auch eine Stärke zu entwickeln, beziehungsweise gerade nicht mit einer solchen Diagnose in die Resignation zu verfallen, sondern eigentlich ja dem ein wirklich Trotziges trotzdem entgegenstellst, auch wenn nicht alles jetzt möglich ist, sondern eigentlich du ganz klar auch spürst, nee, ganz viel ist auch nicht möglich. Also für mich hat das auf jeden Fall nichts mit dieser endlosen Selbstoptimierungs-, Erweckungs-, Erlösungsliteratur zu tun. Das will ich dazu sagen. Also daran ist nichts lustig. Nee, es macht auch keinen Spaß. Ja, wenn man das wegmachen könnte, würde ich sagen, cool, mach das. Lässt sich nur nicht wegmachen. Das heißt, in diesem, wie es Elie Wiesel auch gesagt hat, in diesem gewaltigen Ja-Aber. Und zu merken, diese, ich nenne das so eine Art von Angstfreiheit. Ich habe so schrecklich wenig zu verteidigen. Ich liege mittlerweile so in meiner Hochschule rum, mittlerweile auch in der Lehre. Ich kann mir das Ganze von unten angucken. Und ich habe nichts zu verlieren. Ich habe auch keine Angst. Ich habe keine Angst vor Schmerzen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und wenn wir in dieser Ehrlichkeit miteinander reden können, und das ist auch das, was mir Hoffnung gibt, dass Menschen, die jetzt zu uns kommen, sind erstmal so ein bisschen, was macht die da? Oder letztens musste mein Kollege so eine Massageliege mit ins Ministerium nehmen, weil es um unsere staatliche Anerkennung ging und ich dahin musste. Und
ich aber liegen musste, es mir nicht gut ging. Und die Gespräche, die wir führen, sind so auf den Punkt, sie sind so anders, weil wir die ganzen Fragen von Ego-Manieren alles nicht brauchen, weil die Menschen merken, es geht um die Wurst. Das ist das eine. Und das andere, gewaltiger Humor. Also meine Hochschule kann sich kaputt lachen über die ganzen Situationen, die einfach groteskerweise entstehen. Und es ist dieses Spielen können mit unterschiedlichen Kategorien, Wertigkeiten, was tatsächlich Freude macht und dass wir wissen, es geht nicht um einen Fortschritt nach einem Kriterium und da falle ich durch und da falle ich durch, sondern um diese Art von echter, gelebter Pluralität. Mhm. Und was mir am meisten Mut macht, sind vor allen Dingen die jungen Menschen, die bei uns sind und die alle diese Fortschrittsnarrative nicht mehr glauben. Wir haben es besser als unsere Eltern, wir werden auch mal erfolgreich und so weiter. Aber überhaupt kein Vorbild haben, wie damit umzugehen ist. Und zu sehen, dass Zukunft radikal offen ist. Ich weiß nicht, was ein erfülltes und gelebtes Leben ist. Und bin auf einem guten Wege, das rauszufinden. Und mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Also diese Mischung, die gibt mir Mut in dem allen. Und es ist, ich nenne das mal wie so ein polyphoner Gesang. Und es ist diese absolut negative und schreckliche Diskriminierung. Diese Gewalt, die geht ja weiter und der Schmerz geht weiter, er kann sich entgrenzen, das Ganze steigert sich. Und genau das, denke ich, ist die Situation, in der wir leben. Das mit dem Klimawandel wird nicht besser, das mit der Umweltzerstörung wird nicht besser. Wir können auch hier noch über Ökonomie diskutieren, aber so richtig toll sieht es zumindest auch nicht aus. Und da drin werden wir leben müssen und wir können da drin leben und wir haben die Kraft. Und das gibt mir Mut. Vielen Dank. Isabella, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich hatte gerade geschwankt zwischen dich zu fragen, was dir Mut macht oder was dich zornig macht. Vielleicht kannst du beides beantworten in Bezug auf das, was Silja gerade gesagt hat. Wie lange haben wir nochmal? Ja, ich wollte an diesen Gedanken des Outcasts anknüpfen. Und das ist eine Erfahrung, die mich auch geprägt hat in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe letzte Woche Tenure bekommen, das heißt in den USA, dass man sozusagen eine feste Professur hat. Vielen herzlichen Dank. Ich habe das nicht gesagt, um mich beklatschen zu lassen, sondern weil mich das dazu gebracht hat, darüber zu reflektieren, wie eigentlich mein Weg war und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass es so jemand wie mich gibt. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass man als Frau einen PhD macht. Es ist noch viel unwahrscheinlicher, dass man als Frau mit zwei Eltern, die kein Abitur haben, einen PhD macht. Es ist noch viel, viel, viel unwahrscheinlicher, dass man als Frau die Eltern hat, die kein Abitur haben, eine Professur an einer guten Universität bekommt. Noch unwahrscheinlicher, dass man noch dazu eine heterodoxe Ökonomin ist und dann noch dazu eine Ökonomin, die aus verschiedenen biografischen Zufällen heraus auf einmal in der Öffentlichkeit gehört wurde und zwar auf einmal mit einer sehr viel lauteren Stimme gehört wurde, als sie selber kurz davor noch für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, dass diese Kombination viele Leute rasend gemacht hat. Also, dass diese Kombination, die eigentlich einfach auf so vielen Ebenen einfach eigentlich nicht passieren soll, nicht passieren darf, dass die auf einmal in meiner Person hier sitzt und einfach passiert ist, dass das die Leute wirklich richtig, richtig krass rasend gemacht hat. Möchtest du Namen nennen? Ich lasse das mal so ganz abstrakt stehen. Und ich glaube, dass es tatsächlich strukturell ist. Deswegen glaube ich auch, dass man gar keine Namen braucht. Aber diese Hasserfahrung, die ich dann damit wiederum gemacht habe, indem mir der Hass entgegengeschwappt ist auf eine extremste Art und Weise, nachdem der New Yorker ein Profil von mir geschrieben hat, das total positiv war und das versucht hat,
ernsthaft mit meiner Arbeit sich auseinanderzusetzen. Diese Hasserfahrung hat mich richtig krass wütend gemacht und hat mich gefragt, hat mich dazu gebracht zu fragen, wie können wir eigentlich in dieser Welt, in der wir es mit so extremen Herausforderungen zu tun haben, wo aus meiner Sicht die Ökonomik eine ganz zentrale Rolle spielen muss, weil es sind viele Herausforderungen, die einfach auch wirtschaftspolitisch, technisch komplizierte Fragen sind, also wo man wirklich wirtschaftspolitische Expertise braucht, die man auch nicht irgendwie sich von heute auf morgen ausdenken kann oder so, wo aber gleichzeitig eine Situation entsteht, in der irgendwie die Debatte so polarisiert ist, dass selbst wenn man versucht, mit wirklich von Herzen gut gemeinten, konstruktiven Ideen in die Debatte zu treten, da als Reaktion dann mit derartigem Hass konfrontiert ist. Und das hat mich total zornig gemacht. Und nicht nur für mich, sondern auch irgendwie für die Welt, mit der wir es zu tun haben. Silvia hatte so schön gesagt, man schmeißt irgendwie Sandsäcke hin. Und das stimmt. Und natürlich ist es auch immer wieder Sandsäcke hinschmeißen. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass in dieser Welt von sich überlappenden Krisen, wir es mit Schocks zu tun haben, auf die dann sehr schnell reagiert wird. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist und wenn es da keine Konzepte gibt, dann gilt in dem Schockmoment das Recht des Stärkeren. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie man eigentlich Sandsäcke so stapelt, dass die Mehrheit der Leute geschützt werden. Jetzt wissen wir, was dich zornig macht. Wir wissen, was dich wütend macht. Gleichzeitig kann es nicht bleiben, wie es ist. Wir haben eine Gleichgültigkeit im, ich nenne das mal ökonomischen Mainstream, gerade von Silja beschrieben bekommen. Du hast es im Grunde bestätigt. Jetzt bist du hier bei der Palastrevolution. Wir träumen von Revolution, vielleicht in der Ökonomie. Vielleicht ihr beide. Was würde eine Revolution in der Ökonomie bedeuten? Also ich würde damit so ganz extrem langweiligen Dingen anfangen, die wahrscheinlich, wenn man Leute auf der Straße interviewen würde, was denkt ihr darüber, wenn man, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen komisches Deutsch spreche, ich bin heute Nacht, die ganze Nacht im Flugzeug gesessen, um hier anzukommen. Wenn man Leute auf der Straße interviewen würde und sie fragen würde, was denkt ihr denn, wenn ihr an Revolution denkt, dann denken die wahrscheinlich irgendwie an Leute, die massenhaft durch die Straßen marschieren und laut Lieder singen, Räterepublik und solche Sachen. Ich glaube, wenn man an Revolution in der Ökonomik heute denkt, dann muss man erstmal an so ganz einfache Sachen denken wie miteinander sprechen und sich gegenseitig zuhören, die gegenseitigen Positionen ernst nehmen, davon ausgehen, dass die andere Person eine Position vorbringt, weil sie diese Position für sachlich begründet hält und nicht, weil sie irgendeine Art von Fake News in die Welt setzen möchte, weil sie sich selber wichtig machen möchte, weil sie irgendwie gestern Abend Schnaps getrunken hat, sondern dass man erstmal sozusagen the benefit of the doubt gibt. Klingt total dull und total reformistisch und total genau das, worüber man nicht nachdenkt, wenn man über Revolution denkt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in der gegenwärtigen Situation ein ziemlich revolutionärer Move wäre. Also ich glaube, Isabella, dass die Probleme, und ich rede ja einmal jetzt vom medizinischen, aber jetzt auch vom ökonomischen System, ja tiefer gehen, dass wir ein System haben, wo Menschen gar nicht ausdrücken können, was ihr eigentliches Problem ist. Also dass diejenigen, die marginalisiert sind, in dem Fall jetzt von Armut, von sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind, dass sie ja überhaupt nicht mitreden können und sich gar nicht ausdrücken können. Und ich denke, dass es immer erstmal eine Art von Revolution ist, Menschen befähigen, sagen zu können, um was es eigentlich geht. Und genau dieses Element fehlt ja strukturell schon. Also wir haben ja nicht nur hasserfüllte Debatten, sondern wir haben ja Debatten, die überhaupt nicht geführt werden können, weil die Termine fehlen, weil wir gar keine Forschung haben und weil wir gar keine Sprache haben. Und was mich unglaublich besorgt, ist, dass wir damit ja eine Art von dumpfer Emotionalität haben, wo der Neoliberalismus immer denkt, ja super, kann man ausbeuten, kann man ja in die richtige Richtung natschen. Und wir sehen ja in den entstehenden Nationalismen und Populismen und wie sie alle heißen, dass das genau nicht funktioniert. Meine Sorge ist, wenn wir Menschen nicht befähigen, das auszudrücken, was geht, und dafür selber einzustehen und dafür Reformen zu machen, dass sie eben übelst ausgebeutet werden und mit dieser Emotionalität tatsächlich gespielt wird. Das heißt, für mich ist immer diese Revolution erstmal eine Ermächtigung, tatsächlich von unten
nicht um dann irgendwie drei obere auszutauschen, sondern tatsächlich diese Art von ständiger Transformation, dass das, um was es im Moment geht, was wirklich Leid schafft und wirklich an der Dynamik der Entwicklung von Erde, von Sozialität dran ist, das zum Ausdruck bringen. Und deswegen geht es, und das nicht ohne, und deswegen engagiere ich mich eben für Bildung. Ja, weil es da fundamental hakt, nicht nur, dass die Leute nicht mehr lesen und schreiben können, sondern dass es um diese fundamentale Ausdruckslosigkeit des eigenen geht, was tatsächlich antrainiert wird. Und dort müssen wir ran und das müssen wir verändern. Du bist mit deiner Hochschule aktiv und nun gibt es ja Leute, die nicht an dieser Hochschule studiert haben oder studieren werden. Und was machen die? Wie können die eigentlich auch eine Bildungsrevolution sich gestalten? Ist das möglich? Was wären da vielleicht sogar konkrete Tipps? Tipps zur Revolution. Zur Bildungsrevolution genau, zumindest. Das Revolutions- Darum bist du hier. Dafür bin ich hier, klar. Gib uns Tipps. Also es ist ja erstmal interessant, dass Fridays for Future erstmal ein Bildungsstreik ist. Na, also im Sinne von, da gehen wir nicht hin, aber es ist ja nicht eine fundamentale Idee, das Ganze umzugestalten. Es ist tatsächlich schwierig, wenn Erfahrung mittlerweile fehlt. Erfahrung, was Bildung sein kann, wo du als Mensch angesprochen bist. Und das ist das immer und das Erste, wo seid ihr angesprochen in der Frage nach eurem Warum? Warum bin ich auf dieser Welt? Warum möchte ich mich engagieren? Für was brenne ich wirklich? Wenn irgendeine Bildungsform sagt, du sollst erstmal was auswendig lernen und lernt eure Sprache, unsere Sprache, bevor ihr mitredet, dann ist das ein Punkt, wo man schon auf die Barrikaden tatsächlich gehen muss. Ja, dieses Bildung ist für Menschen da und für unsere Gemeinschaft. Und dafür ein Gespür tatsächlich zu kriegen, sondern sagen, dieses ganze Aufschieberitis, wie gesagt, erstmal 2 Jahre Modell rechnen und dann kommt das schon, oder wir waren auch mal jung und naiv. Ne? Also, diese ganzen Sachen funktionieren nicht. Ja? Und dann ist es tatsächlich viel Selbstorganisation. Ja? Das eine ist der Streik, aber wie wir es im Netzwerk Plurale Ökonomik haben, wie wir es immer wieder hatten, Ermächtigung von den 70er Jahren her, und wenn es erstmal im Widerstand ist, zusammen irgendwo im Wohnzimmer zu setzen und wieder Lektüre zu lesen, also zu finden, was einen eigentlich angeht. Und das ist ja heutzutage wenigstens mit digitalen Formaten einfacher. Das war gerade ein sehr gutes Stichwort, nochmal zu Lektüre zu gehen. Denn das ist ja etwas, was Isabella, du gemacht hast, was erstmal überraschend ist. Du beschäftigst dich mit Preiskontrolle, was ohnehin schon vielleicht ein bisschen suspekt ist. Und dann auch noch in China. Wie kommst du dazu und inwieweit hat das, also den Blick des anderen einzunehmen, dich auch befreit aus einem zu engen ökonomischen Blick? Ja, also wenn man als Ökonomin über Preiskontrollen spricht, ist ein bisschen so, wie wenn man als katholischer Priester über Pornografie spricht oder so. Das kommt nicht gut an. Genau. Aber ich glaube, dass da tatsächlich ein direkter Anknüpfungspunkt ist an das, was Silvia gesagt hat. In dem Sinne, dass mein Buch, wie China der Schocktherapie entkam, ein Buch ist, bei dem ich mich einfach erstmal hingesetzt habe und Interviews geführt habe und mit Menschen gesprochen habe und sie gefragt habe, wie habt ihr eigentlich diesen Schlüsselmoment in der Geschichte eures Landes erfahren? Wie war das eigentlich in den 80er Jahren, als China gewissermaßen der Revolution den Rücken zugekehrt hat und sich auf den Weg der Reform begeben hat? Welche Fragen lagen da auf dem Tisch? Welche Wege wären da möglich gewesen? Warum habt ihr euch letztlich nicht für die Schocktherapie entschieden? Warum habt ihr euch nicht für die neoliberale Gegenrevolution entschieden, wenn man so möchte? Und ich glaube, dass diese Art von Methode eine Methode ist, die uns auch in so Krisenmomenten, wie wir sie jetzt erleben, nützlich sein kann. Weil in der Ökonomik ist es ja eigentlich so, dass Daten nur das sind, was irgendwie Datensätze sind, die man runterlädt, oder Datensätze, die man irgendwie quantitativ selber zusammengebaut hat. Es gibt aber sehr viele Fragen, die man mit einfach nur quantitativen Punkten auch in der Ökonomik überhaupt nicht beantworten kann. Und ich würde sogar argumentieren, dass die Frage der Preissetzung zu diesen Fragen gehören, die man nicht nur quantitativ beantworten kann,
Weil wenn wir es mit einer Situation zu tun haben, in der in vielen Sektoren Unternehmen so groß sind, dass sie Preissetzungsmacht haben, dann sitzen da tatsächlich Menschen, die sich überlegen, wie soll dieser Preis aussehen? Soll der jetzt hochgehen? Soll der jetzt runtergehen? Soll er da bleiben, wo er ist? Was machen meine Konkurrenten? Was erzähle ich meinen Investoren und so weiter? Und das sind Gedankenprozesse, die man nachvollziehen kann, indem man mit den entscheidenden Leuten spricht. Also da muss ich mir nicht nur die Datenpunkte anschauen, die am Ende im Datensatz landen, sondern da kann ich auch die Leute, die entscheiden, ernst nehmen. Und das ist ja auch das, was wir gemacht haben mit dem Sellers Inflation Papier. Wir haben uns angeschaut, was Unternehmensrepräsentanten auf Earnings Calls ihren Investoren und Analysten erzählen darüber, wie sie Preise setzen. Und was man dabei feststellt, ist, dass ihr erstes Ziel ist, ihre Profitmargen zu schützen. Ist jetzt nicht so furchtbar überraschend, dass kapitalistische Unternehmen als erstes Ziel haben, ihre Profitmargen zu schützen, aber ist was, was man wirklich schwarz auf weiß in sehr vielen Transkripten nachlesen kann. Zählt aber dann halt irgendwie ganz oft nicht als Daten. Da heißt es dann, das haben wir ja in den Daten noch gar nicht gesehen. Naja, die Leute haben es ja gesagt. Es steht schwarz auf weiß in den Transkripten drin. Aber weil wir noch nicht es in quantitative Daten übersetzt haben, ist es noch kein Datensatz, ist es noch kein Datenpunkt. Und ich glaube, da ist halt sozusagen diese epistemische Offenheit, es ernst nehmen, was Leute sagen, was sie denken, auch auf sie zugehen, sie als Menschen, als Akteure in der Wirtschaft ernst zu nehmen, anstatt nur auf Annahmen beruhend, sie als bestimmte Arten von Agenten zu modellieren, ganz wichtig. Und was man auch in so Krisenmomenten tun kann, selbst wenn man noch nicht die großen Datensätze verfügbar hat. Ich würde das, Isabella, nochmal sozusagen noch eine Stufe sozusagen tiefer ziehen wollen, weil du jetzt erstmal davon ausgehst, und ich glaube, das ist in deinen Interviewpartnern auch richtig gewesen, dass diese Menschen sofort ihre Stimme erheben können, also wenn wir ihnen zuhören. Ich habe viel zu Japan geforscht, zu der sogenannten Meiji-Restauration, in dem ja einem Land die komplette eigene Kultur weggerutscht ist, weil sie ja das Westliche sogenannt freiwillig übernommen haben. Und dass dafür ja überhaupt für die Frage, um was geht es eigentlich, ne? Also mit was sind wir konfrontiert? Was ist dieser sogenannte Westen? Etwas passiert ist, was in so vielen Ländern, aber auch in unserer eigenen Gesellschaft passiert, dass der Boden so wegrutscht, dass wir noch nicht mal wissen, von was wir reden wollen, selbst wenn uns jemand zuhören würde. Wieder meine eigene Erfahrung, jetzt aus dem medizinischen Sektor, dass wenn mir selbst ein Arzt zuhört, dass ich gar nicht weiß, wie ich das beschreiben soll, weil ich es nicht gelernt habe. Und ich glaube, hier haben wir noch mehr Verantwortung, noch tiefer zuzuhören, Sprachangebote zu machen und es tatsächlich interkulturell zu entwickeln. Also einen Verständigungsboden überhaupt erst zu schaffen. Und dann kommen wir auch tatsächlich erst an diese Fragen eigener Verantwortung für Unterdrückungsmechanismen und Ähnliches ran. Ja, also das heißt für mich noch mehr, auch wieder auf Bildung gesprochen, nicht mehr einfach nur Daten zu glauben, sondern hinzuhören, dort Machtstrukturen, wie du es gesagt hast, aufzudecken, dann wieder Sprachrohr zu sein, das mitzuteilen, wie du das jetzt in die Gesellschaft oder Gesellschaften skalierst und gleichzeitig immer zu wissen, dass wir ganz viele Bereiche haben, die so von epistemischer Gewalt überzogen sind, dass die Menschen noch nicht mehr sprechen können und wir auch dort rein müssen. Ich glaube, das stimmt. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass viele Menschen auch mit sehr wenig Bildung eigentlich ziemlich viel von der Wirtschaft verstehen, weil sie nämlich tagtäglich mit sehr engen Budgets andauernd über ihre wirtschaftliche Realität nachdenken müssen und gar keine andere Chance haben, als zu verstehen, wie die Wirtschaft für sie funktioniert. Aber genau, und die werden nicht sprechen. Na, ich glaube genau. Schon, dass wir mit denen sprechen können. Genau, aber also ich glaube, dass da wir nur den Boden herstellen, also das sind andere Interviewtechniken, das meine genau, ich. Das sind transformative, das sind andere Arten von, also auch, ich denke immer an unsere Studierenden, du musst andere Arten von Vertrauensherstellung, ne, von gleichem Boden schaffen. Ich meine genau, dass die Stimmen gehört werden müssen, dass dort das eigentliche Wissen liegt, da sind wir uns völlig einer Meinung. Es geht nicht gegen Elite, aber dass wir als WissenschaftlerInnen uns noch fundamentaler verändern müssen,
als mit zwei, drei, ich sag mal, mächtigen BankerInnen oder so zu sprechen, sondern wirklich dort anzukommen. Natürlich. Und ich glaube, dass da sozusagen auch eine Überschneidung ist zwischen dem Elitismus der Wissenschaft, wo sozusagen die allermeisten Menschen aus Kontexten kommen, wo sie noch nie mit Menschen gesprochen haben, die tagtäglich wirklich sich überlegen müssen, wie sie über die Runden kommen. Nicht, wie sie irgendwie den Kredit für ein schönes, großes Haus abzahlen, sondern wie sie über die Runden kommen. Und dass diese Realität insofern so weit weg ist von so vielen Wissenschaftlern, dass sie auch nicht in der Lage sind, auf diese Menschen zuzugehen und mit diesen Menschen zu sprechen. Ich glaube, dass da die Wirtschaftswissenschaft auch total hinterherhinkt. Die Soziologie ist da, glaube ich, ungefähr 70 Jahre voraus oder sowas in der Region. Vielleicht sind es sogar 100. Aber dass man sozusagen das ernst nimmt, auch was die Leute zu sagen haben, ohne natürlich die Wissenschaft auf irgendwie komplett darauf zu reduzieren, was einzelne Personen sagen, aber trotzdem das ernst zu nehmen und zuzuhören, ist, glaube ich, was uns total abhanden geht. Abschließend, Silja hatte gerade gefordert, dass auch eure Aufgabe ist, zu sagen, worum es eigentlich geht. Ich meine, wir stecken in großen Krisen. Also allein die Klimakatastrophe ist vielleicht die größte Krise, die die Menschheit je erlebt hat. Wir haben Krieg in Europa, der Faschismus steht vor der Tür, die AfD wird immer stärker in unserem Land. Könnt ihr als Ökonominnen den Leuten, die vielleicht entweder sich noch nie mit Ökonomie beschäftigt haben, die vielleicht noch nie mal ein Interview mit euch gesehen haben, die sich für Ökonomie einen Scheißdreck interessieren, kurz nochmal erklären, worum es geht? Auf Deutsch. Ganz einfach gesprochen denke ich, dass Ökonomen und Ökonomen dafür da sind, dass die Menschen das haben, was sie zum Leben benötigen. Dafür sind wir eigentlich da, massenweise das Ziel verfehlt und wir sind aufgerufen, das in einem absolut prekären Situation, das heißt in einem unplanbaren Leben, wir werden alle unsere Gewohnheiten aufgeben müssen, ich hoffe nicht so stark wie ich, aber wir werden das tun müssen und wir werden uns dort die Frage stellen müssen, was lebenswert, was lebensnotwendig ist und wie wir das organisieren. Und dafür brauchen wir eine Revolution in den Wirtschaftswissenschaften und in der Bildung, damit wir das lernen. Ganz einfach. Ja, ich würde da direkt dran anschließen. Also die Wirtschaftswissenschaft ist ja vielleicht sogar die einzige Disziplin, die ihren Gegenstand über so eine ganz verklausulierte, umständliche Art und Weise definiert und sagt irgendwas zu knappen Mitteln und begrenzten Zielen oder was auch immer. Ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber es wird sozusagen so formuliert, dass eigentlich kein Mensch überhaupt wirklich verstehen kann, worum es geht. Ich fange meine Ideengeschichtskurse immer damit an, meine Bachelorstudierenden zu fragen, was ist denn eigentlich Wirtschaftswissenschaft? Und dann klemmt sich bei denen das Gehirn und dann kommt irgendeine schlechte Version dieser Standarddefinition heraus und nach einer längeren Diskussion kommen wir dann meistens dazu, naja, Wirtschaftswissenschaft ist eigentlich einfach die Forschung dazu, was die materiellen Grundlagen der Gesellschaft sind. Und ich würde sagen, dass wir tatsächlich in einer Krise sind, die die materiellen Grundlagen der Gesellschaft unmittelbar betrifft, wir aber eine Wirtschaftswissenschaft haben, die eben von der Perspektive her so krass begrenzt ist, dass sie nur auf diesen kleinen Teil des Kuchens schaut, den sie sich eben mit dieser Definition rausgepickt hat. Wir aber eigentlich ein viel, viel, viel breiteres Bild brauchen, um mit diesen sich überlappenden Krisen umzugehen, um darauf Antworten zu finden, um sozusagen da hinzukommen, dass die Wirtschaftswissenschaft Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist. Vielen Dank. Diese zwei Ökonominnen schreiten mutig voran. Vielen Dank, Silja Kraupe. Vielen Dank, Isabella M. Weber. Vielen Dank.
Ja, lieber Thilo, jetzt hatten wir die Revolution in der Zunft der Ökonominnen. Haben wir den Kapitalismus jetzt abgeschafft? Ja, vielleicht noch nicht ganz. Also der Abend ist ja lang. Also wir können ja nicht schon jetzt abschaffen. Was machen wir dann danach? Also das, so geht's ja nicht. Wir können ja nicht zu früh Freizeit rufen. Nein. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten, denke ich, oder? Wollen wir noch über andere Dinge reden, die man auch revolutionieren könnte? Ja, ich meine... Gibt es da noch mehr? Denk doch mal... Oh, da gibt's schon die erste Kritik. Also Ökonomie. Ich denke, wir machen mal mit. Warten Sie doch mal ab, was noch passiert. Wir gehen jetzt aus der. Ja. Jetzt. Prima. Aber. Sie nehmen schon ein bisschen den Abend vorweg. Ja, also keine Vorsicht, Spoiler. Vorsicht. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Ja, also wir nähern uns ja langsam. Wir gehen ja verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und ich denke, die Medien wären eigentlich auch mal ein Thema. Ja. Denn wir reden ja nicht nur über das, was aus Universitäten so kommt, sondern was da so täglich gesendet und geschrieben wird. Naja, da gibt's ja auch doch gewisse Stimmen, bei denen man sich fragt, warum müssen die so omnipräsent sein? Ich meine, schafft man auch mal einen Tag ohne Christian Lindner zu interviewen? Könnte man ja auch mal fragen. Wir müssen über die Medien reden. Hast du eigentlich gestern mitbekommen, wer beim RBB neue Intendantin ist? Nein. Du kennst sie. Wirklich? Sie ist die einzige Regierungssprecherin, stellvertretende Regierungssprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer. Ja, das ist doch eine gewisse Nähe, die für Sie bestimmt hilfreich ist. Für das Publikum wird sich das zeigen. Ja. Du musst jetzt mit jemandem über Medien reden, denn du bist ja der Medienprofi. Ich komme ja aus Koblenz, da ist das alles ein bisschen anders. Deswegen würde ich sagen, sprich doch mal mit jemandem, der sich auskennt. Ich habe da an so einen Mann gedacht, der auch einen Anzug trägt. Oder? Wäre das was? Würde sagen, Vorhang auf. Ja, gucken wir mal, ob der Vorhang sich schon öffnen lässt. Ja. Es wird ja... spannend. Wir haben leider also keinen Knopf, wo wir selbst den Vorhang aufmachen können. In der Zauberkugel ging alles doch schneller, ne? Ja. Gucken mal. Was? Ja, es wird noch ein bisschen geräumt, aber glaub, so spektakulär ist das Setting gar nicht. Das müssen wir auch sagen. Mir gerade gesagt. 30 Sekunden sollen wir noch überbrücken. Okay. Kannst du noch mal Vermögensteuer sagen? Ja, also wir können aber mal gucken, wer möchte denn keine Vermögenssteuer? Ja, aber dann sind wir doch schon bei 100%, oder? Ist ein bisschen überraschend bei diesem Publikum, ne? Ja. Ist irgendjemand gegen die Erbschaftssteuer? Wie die Österreicher? Ja, jetzt werden manche vorsichtig, aber doch nochmal so nachrechnen. Wie viele Erbtanten hat man da im Petto? Wir machen ja Freibeträge. Ach so, okay. Freibeträge. Ja. Großzügige Freibeträge. Dann schauen aber nicht wir mal. Zu großzügig, bitte. Ja. Wir können ja mit unserem Gast jetzt mal reden. Hoffentlich ist er jetzt schon da. Ja. Ob er dafür oder dagegen ist. Können wir den Vorhang aufmachen? Ja? Ja, der Vorhang geht auf. Guten Abend. Herzlich willkommen, Friedrich Küppersbusch. Danke dir, danke euch. Schön hier zu sein. Wir wollen über vielleicht eine notwendige Revolution in unserer Medienlandschaft, in den Medien reden. Ich habe es gerade schon angesprochen, der RBB, wir sind ja hier in Berlin. Ja. Der RBB hat eine neue Intendantin, eine Frau, die vor anderthalb Jahren noch Regierungssprecherin war, die meine Fragen in der Bundespressekonferenz nicht beantwortet hat. Ja. Warum kann sie jetzt... Damit war es klar, dass sie es würde. Ja, ja.
Also wir haben zurzeit drei Intendantinnen. Wir haben eine, die in juristische Gemetzel verfasst ist und, wie man hört, ein Buch schreibt darüber, wie das alles war. Als Insassin der Affäre Schlesinger. Wir haben eine amtierende Intendantin oder die vom Westdeutschen Rundfunk entsandte Trümmerfrau, Frau Fernau, die das Fiasko da aufräumen soll. Und wir haben also seit gestern eine, wie nennt man das, President-Elect, Intendant-Elect, die dann irgendwann, sie weiß selber noch nicht wann, im September Intendantin werden soll, laut Rundfunkrat. Wie zum Teufel konnte das passieren? Ich hatte das Gefühl, die ARD und ZDF hatten aus Fehlern gelernt. Zum Beispiel, ich meine, der Vorgänger der jetzigen BR-Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, kam direkt von der Bundespressekonferenz nach München. Also er war noch Regierungssprecher, als er gewählt wurde. Ja, um euch einen authentischen Einblick in die Hölle, die der Bayerische Rundfunk sein muss, zu geben, muss ich andererseits Ehrlichkeit halber sagen, es gab dann Kolleginnen und Kollegen im BR, die sagten, der war gar nicht so schlimm. Was immer das über alle anderen da bedeuten mag. Aber er war CSU-Mitglied, hat ja ganz gut gepasst. Ulrike Demmer ist zumindest in keiner Partei. Sie war nur Regierungssprecher. Also es gab natürlich, wenn man Verschwörungstheorien ausbreiten möchte, eine Inszenierungssituation. Es gab kurz vor dieser Wahl eine Aufwallung des brandenburgischen Ministerpräsidenten SPD, der gesagt hat, hallo, hallo, da darf aber nicht zu viel Geld bezahlt werden bei diesem Schurkensender RBB. Das tauchte komischerweise in der Findungskommission auf, in dem einem Kandidaten, Jan Weihrauch, Programmdirektor Radio Bremen, dem wohl gute Chancen beigeräumt wurde, auf den Kopf zugesagt wurde, das Geld, was du willst, kriegst du hier nicht, woraufhin er hingeschmissen hat. Dann wurde klar, das hätten die dem da gar nicht sagen dürfen. Dann wurde er ins Verfahren wieder reingeholt und so ging es noch ein paar Mal hin und her, bis man eben eine Intendant-Elect gefunden hatte, die dann gestern auch in der Pressekonferenz sagte, also wolle sie jetzt nicht über Geld reden, aber da komme man schon klar. Also am Ende war es... Sie wollte über gar nichts reden, also gefragt wurde, was sie dann machen will, hat sie gesagt, nächste Frage. Ja. Genau, was sie inhaltlich machen wollte, wurde auch nicht gesagt. Mein persönliches Highlight war, als der Vorsitzende des Rundfunkrates aus dem Kreis der Pressevertreterinnen und Pressevertreter gefragt wurde, ja, mit welcher Mehrheit ist sie denn jetzt gewählt worden, mit wie viel Stimmen? Und da sagte er, 2/3 Mehrheit. Ja, wie viel Stimmen? Und da sagte er, weiß ich nicht, ich bin Ehrenamtler. Da verläuft in Deutschland die Grenze. Weil der Trick war natürlich der Rundfunkrat des RBB hat 30 Mitglieder, von denen 4 gar nicht erst erschienen waren. Einer ist während der Wahl rausgegangen. Vielleicht war er wie andere der Meinung, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Oder Masurenallee, Euro in der Parkuhr nachwerfen, man weiß es nicht. Die Abendschau wird darüber berichten, sodass nur noch 25 Leute abgestimmt haben. Eine Zweidrittelmehrheit von 25 sind 16 Stimmen. Das heißt, gemessen an dem Rundfunkrat hat sie eigentlich die knappste Mehrheit, die sie kriegen konnte. Kann man aber Zweidrittelmehrheit nennen. RBB is a gift that keeps on giving. Also es ist... Ja, es ist sicherlich, also Sie haben früher immer gesagt, um ein bisschen zu betteln und uns Produzenten in den Preisen zu drücken, wir sind das Bangladesch der ARD. Inzwischen ist sehr geschmackvoll Bangladesch gegenüber, ja, fand ich auch. Aber inzwischen ist es, wenn es jemanden interessieren würde, könnten Sie viel Programm sparen und einfach das live übertragen, was da abgeht die ganze Zeit. Aber warum thematisieren wir das? ARD und ZDF, die sind mir sehr pingelig. Ich habe es am eigenen Leib ja auch erfahren, wenn man ihnen Staatsnähe unterstellt, beziehungsweise aufzeigt, wie nah die Parteien in den Gremien sind oder wie bestimmend sie über diese Gremien sind. Und jetzt kommt wieder eine ehemalige Regierungssprecherin an die Macht in dieser Behörde. What the fuck? Naja, weil du so böse bist, bezahlen sie dann ja auch nicht, wenn sie bei Jung und Naiv abklammern. Mhm. Manchmal. Wie viel Zeit hast du? Also es gab mal die Idee nach Hugenberg, flapsig gesagt, der Axel Springer Weimars,
dessen Zeitungskonzern Adolf Hitler hochgeschrieben hat. Hugenberg wurde dann Wirtschaftsminister in Hitlers erstem Kabinett zur Belohnung. Dann kam Hitler, Goebbels, die Gleichschaltung, die Stunde Null, die Befreiung. Und jetzt machen wir das alles ganz anders. Jetzt müssen wir, erstens, Rundfunk ist eine massiv gefährliche Waffe, damals mehr, natürlich viel mehr Radio als Fernsehen, 45 folgende. Und nun stellen wir das unter gesellschaftliche Kontrolle. Und das ist also jetzt 78 Jahre her, und in den Rundfunkräten sitzen ein paar Parteivertreter, sitzen die Unternehmer, sitzen die Kirchen, sitzt der mosaische Glauben, sitzt der Vertreter der sorbischen Volksgemeinschaft, sitzt der Landesjugendring. Und da war Einzeljubel für die Sorben. Ja, das, bitte. Rein statistisch müsste ein Vertreter auch hier sein. Ja. Unter 1750 Leuten. Ja. Ja, wie man so singt im Karneval, schütt die Sorben in ein Gläschen Wein. Anderes Thema. Und damit versucht man also eine Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Und ihr könnt euch ja alle mal diese Rundfunkräte, das ist ja öffentlich, auf den Homepages der Sender angucken, ob das die gesellschaftliche Vielfalt abbildet. A. Und B, Stichwort, keine Ahnung, wie die Wahl ausgegangen ist, ich bin Ehrenamtler, ob das ein professionelles Management für solche Unternehmen ist. Und natürlich kann man auf die Patricia Schlesinger eindreschen, und das ist ja eine juristische Klärung, da würde ich mal einen langen Atem haben, gucken, was dabei rauskommt. Nur die Gremien, die diese ganzen Prozesse, die dabei saßen, als das alles passierte, die regeln jetzt auch die Nachfolge. Und niemand stellt die Frage, ist eigentlich diese Konstruktion noch tragfähig? Bildet die Vielfalt dieser Gesellschaft ab? Die Frage wollen wir jetzt ja stellen. Ich steuere darauf zu, Thilo. Danke. Ich will ja über Revolutionen reden. Und ich habe den Eindruck, also meine These jetzt, dieses öffentlich-rechtliche System in Deutschland ist strukturell nicht reformierbar. Sie behaupten es. Tom Buro und die ARD stellt sich hin und sagt, wir werden moderner, wir werden schlanker, wir werden toller, wir werden mehr junge Zuschauer haben. Und all das, was dafür nötig wäre, was sie ändern müssten, wie sie sich in sich selbst ändern müssten, wie die Prozesse vonstatten gehen, dass vielleicht die Parteien da auch gar nicht mehr dabei sein sollten, beziehungsweise oder einen viel kleineren Einfluss da haben sollten, das ist doch einfach in sich unmöglich. Ja, also der Fairness halber muss man sagen, dass Parteien auch dann indirekt, indem man dann am Ende die Landfrau der CDU zurechnet und die Gewerkschaftsvertreterin der SPD zurechnet, da Machtpolitik betreiben, immer einem geradeaus ins Gesicht grinsen und sagen, es macht ja sonst keiner. Also das geht raus an euch. Ihr müsst jetzt nicht alle Sorben werden oder Landfrauen, aber theoretisch könnte man da hingehen und darauf bestehen. Es gab zum Beispiel eine ellenlange Debatte, wann endlich Vertreter von Migranten und Migrantinnen in Rundfunkräte kommen. Aber das System ist träge, und Tom Buro, wir sind ja Altersgenossen, hat sich ja mehr Kritik eingefahren mit der Äußerung, das hat nicht so richtig funktioniert mit der ARD-Mediathek, wir sollten mit dem ZDF fusionieren. Das ist ja die Geste eines Boomers, der sagt, wir hatten viel Spaß und ein hohes Gehalt, und wenn ich gehe, könnt ihr den Laden zumachen. So. Und ich würde mich darüber auch noch viel mehr aufregen, wenn wir nicht vor allen Dingen bei dem sehr teuren Fernsehen über ein Totenschiff reden würde. Wir können jetzt mal bei 1700 politisch interessierten Menschen die Arme hochgehen lassen, wer von euch guckt Fernsehen? Das sind doch mehr Sorben. Das heißt, die... Wenig, also für alle, die jetzt das im Nachhinein... Genau, also man sagt... 20% vielleicht. Man sagt so Pi mal Daumen, die Generation bis 30 Jahre ist verloren. Das ist keine Lebensgewohnheit mehr, die werden nie mehr Fernsehen. Die Generation 65 plus kriegen Bares für Rares beim ZDF. Das ist praktisch... Ein verfilmtes Kreuzworträtsel mit Kondensmilch. So, das kannst du besser auch nicht machen. Und dazwischen tobt im Moment der Krieg zwischen den Streamingdiensten und den verbleibenden linearen Sendern. So, und das findet aber statt unter der Glocke, dass die Meinungsführerschaft, das, wofür man nach Hitler, Goebbels, Hugenberg gesagt hat, das muss unter gesellschaftliche Kontrolle. Diese Meinungsführerschaft ist bei einem globalen Oligopol von Zuckerberg und Elon Musk und so, da sind unsere Fernsehsender ganz kleine und also mit Glück sich in die Nische verabschiedende Krümelchen gegen.
Aber Friedrich, vielleicht hast du es mitbekommen, wir haben fucking große Probleme in unserer Gesellschaft, in Europa, auf diesem Planeten, angefangen bei der Klimakatastrophe, die meines Wissens nach von der deutschen Medienlandschaft, angeführt von den Öffentlich-Rechtlichen, nicht ernst genommen wird, aus meiner Sicht. Also das Programm sieht immer noch wie vor 25 Jahren aus. Ich habe auch das Gefühl, dass durch die Berichterstattung, durch die Programmgestaltung, durch den Journalismus, auch von Öffentlich-Rechtlichen, der Faschismus eine neue Chance hat in diesem Land. Und all das Gründe sind, warum man dieses System revolutionieren muss, vielleicht umstürzen muss und was Neues machen kann. Ist das erstens möglich? Das ist die erste Frage. Und danach reden wir mal darüber, was danach käme. Ist es möglich? Also Bachblütentherapie ist holländisches Beispiel. In den Niederlanden ist es so organisiert, dass die einzelnen Fernsehsender, ich sage das nochmal unter dem Vorbehalt, dass es hier weitmehrheitlich Fernsehen nicht mehr das Leitmedium ist, aber wenn wir uns damit befassen wollen, gerne. Also da ist es so, dass zum Beispiel die Schwesterpartei der Sozialdemokratie oder der christlich-demokratische Appell oder die katholische Kirche oder von mir aus auch die Sorben und die Landfrauen gründen ihren eigenen Sender. Das wird in Mantelprogramme eingebettet, der Staat bietet 3 Mantelprogramme an und dann guckst du 4 Stunden im Grunde SPD-Fernsehen, 2 Stunden CDU-Fernsehen und stimmst mit der Fernbedienung ab, was du haben willst. Es hat zur Folge, dass sich nicht in Gremien und Räten alle immer auf den kleinsten, Klammer auf schlechtesten, Klammer zu, gemeinsamen Nennern einigen müssen, sondern die einzelnen gesellschaftlichen Player, die sich im Rundfunk organisieren und engagieren, können da raushauen, was sie raushauen wollen im Rahmen der geltenden Pressegesetze. Und es hat zur Folge, dass das eine weitaus kreativere, lebendigere, auch jüngere Fernsehlandschaft ist. Also wenn du überlegst, dass wir 84 Millionen sind, Niederlande 14 Millionen. Diese 84 Millionen sind im Grunde, also wenn ich mir jetzt die Niederlande, was ja nicht ganz fernliegend wäre, als Kuh vorstelle, dann dürfen wir mal kosten, wenn die Wiederkäuerin es wieder hochgewürgt hat. Also viele, wir tatsächlich, die deutsche Kreativwirtschaft lebt von dieser viel kleineren, viel bunteren niederländischen Kreativwirtschaft. Das ist die kleine Bachblütenreparatur, wie man Pluralismus innerhalb eines Systems anders organisieren kann. Die große Frage, die du ansprichst, ist für mich, sagen wir 2013 im Wahlkampf hat Frau Merkel bezogen auf die NSA-Affäre gesagt, ja, damals haben alle gelacht, als wir mit Airbus gegen Boeing angetreten sind, aber jetzt lernen wir bräuchten eigentlich ein europäisches Facebook, ein europäisches Twitter, also wir bräuchten Microblogging-Systeme, die hier werbefrei mit Datenschutz, nicht mit Datenhandel, nicht mit politischer Kuratierung nach Gusto des Gutsherrn bzw. des jeweiligen Besitzers funktionieren. Damals haben schon viele gelacht, heute ist es 10 Jahre her, aber wenn ich jetzt diese Parallele zu Ende bringe von Hugenberg, Hitler, Goebbels, dann ist die Bedrohung nicht der Wetterbericht der Abendschau im RBB. Die Bedrohung sind multinationale Konzerne, wo Privatpersonen kuratieren, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf und wo der Staat... Und wo der Staat und wo die Staaten sich hinlegen und sagen, kann ich ein Selfie mit Zuckerberg haben, wenn der im Europaparlament ist? Ja, leg dich da hin und lass dir im Bauch kraulen. Das, voll, also wenn du nach der Revolution fragst, oder ich mach's nochmal einen kleiner, wenn ich diese Gebühren zahlen soll, dann würde ich die dafür zahlen, dass ich sage, lass irgendjemand Fernsehen und Radio machen. Ein paar Leute gucken es ja noch, aber die Analogie zu dem Faschismusvergleich, den du aufstellst, ist, die Gefahr droht von woanders und dafür würde ich natürlich Gebühren bezahlen, wenn die gesellschaftliche, die gemeinwohlorientierte Aufgabe wahrgenommen würde, diesen globalen Oligopolen die Macht zu brechen. Lass uns darüber reden. Ich meine, du bezahlst jetzt nicht direkt jeden Monat Gebühren an diese, an Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und so weiter. Du bist wahrscheinlich auf viel weniger Netzwerken vertreten, vielleicht mit Pro Bono oder so, ne? Aber wir bezahlen ja trotzdem mit unseren Daten. Das ist doch dann das Problem. Und ich finde, meiner Meinung nach, die Revolution
aus Europa wäre, dass diese Konzerne nicht mehr einfach so unsere Daten als ihre Daten begreifen können. Wenn ich auf Google surfe und mein Surfverhalten analysiert wird, dann ist das ja immer noch mein Verhalten. Aber Google beansprucht das als ihr Eigentum. Und ich verstehe eine Revolution eigentlich in dem Sinne dann so, und das würde ihr Geschäftsmodell total zerstören. Weil das wäre nicht mal kostenlos. Und ihres, wenn du denen das verbietest, dass meine Daten bleiben. Wenn ich dich nicht auskundschaften und das daraus errechnete Profil an irgendwelche Werbekunden verjuxen kann, stirbt mein Geschäftsmodell. In der Tat, ja. Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass ein funktionierendes und dem Gemeinwohl dienendes Massenmediensystem profitabel sein könnte oder müsste. Und das ist ja das, was mich auch an dieser ganzen Veranstaltung, also Beispiel RBB, so abschreckt, dass ja nicht nur die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder eines dieser Sender oder einer dieser Senderketten, ARD in dem Fall, desavouiert wird, sondern auch die Milchjungenrechnung, guck mal, RTL kann das umsonst. Ja, in Zweifel gestellt wird, wie wir es in dieser Gesellschaft auch beim Bauen, bei der Pflege, beim Wohnen, bei der Bahn erlebt haben, der Staat ist böse, wenn die Menschen sich zusammentun, um etwas zu machen, was dem Gemeinwohl, was ihrer Gemeinschaft dient, ist es nicht gut, da sollte lieber der Investor kommen und das alles richten, und da zahlen natürlich diese Skandale ohne Ende ein. Also wenn du nach dem RBB-Skandal nochmal zu Menschen gehst, die das vielleicht nur oberflächlich wahrgenommen haben und sagst, ich hätte gerne eine Gebühr, weil jetzt geht's gegen Elon Musk oder jetzt geht's gegen die internationalen Oligopole, no chance. Aber die Politik könnte doch selber Opfer dieser Konzerne irgendwann werden. Also dieses politische System, was wir haben, also hat ja einen Grund, warum der Faschismus im Westen aufzieht. Und da bin ich mir sicher, dass die sozialen Medien einen großen Einfluss auf diese Entwicklung haben. Warum hat die herrschende Politik dann kein Interesse daran, ihnen die Fesseln anzulegen und die Revolution zu starten? Weil die bis zur nächsten Wahl denken. Also die Logik eines ARD-Sonntagabends ist, hier habt ihr 2 Millionen Euro aus dem Gebührentopf. Da dreht ihr jetzt mal einen schönen Tatort von. Entweder Geschmacksrichtung irgendwie lustig. Hamburg, wir in Dortmund haben inzwischen vom Dortmunder Tatort 4 Kommissare, die kommen ohne Kriminalfall aus. Da glaube ich, demnächst wird es eine Folge geben, wo einer falsch geparkt hat. Das reicht. Der Rest ist, der Kommissar ist drogenabhängig und die vögeln alle miteinander. Sehr spannend. So, damit juckst du die Einschaltquote auf 7, 8, 9, 10 Millionen hoch. Und dann kommt die harte Peitsche Arne Will. So. Da sitzen dann die im Rundfunkrat auch abgebildeten gesellschaftlichen Kräfte drin und reden nach ein paar Trailern und einer kurzen Fassung der Tagesthemen das Ding von 10 Millionen auf 1 Million runter. Ergebnis? Durchschnittswert 4 Millionen Zuschauer, erfolgreichste Talkshow in Deutschland. Mit dem gleichen Prozess wärst du bei RTL tot, einfach schon als Programmplaner tot, wenn es dir gelingt, 9 Millionen Zuschauer aus dem Programm zu vertreiben. Aber der Deal ist halt, dass diejenigen, die auf politischer Ebene über die Rundfunkgebühr entscheiden, sich auf diese Weise ideal präsentiert finden. Deswegen machen die das. Es gab schon unter Bundeskanzler Helmut Kohl gab es die sogenannte Biedenkopf-Stoiber-Kommission, die das mal sparsamer, mal durchrechnen sollte, kritisieren sollte, sparsamer machen sollte. Und die schlugen vor, ja, man müsste eigentlich das ZDF privatisieren, kann man aber nicht, weil niemand die Pensionskasse bezahlen kann. Dann privatisieren wir die ARD, aber nicht die dritten Programme, weil jede einzelne Ministerpräsidentin, jeder einzelne Ministerpräsident den Finger hob und sagte, die kann ich zwingen, mich zu interviewen. Das ist ja mein Haussender. Das ist die Machtstruktur dahinter. Und das haben wir denen gegeben. Aber ich meinte jetzt, warum beschließt die herrschende Politik nicht Gesetze gegen die Internet-Oligopole? Sie könnten Gesetze machen, wo sie verbieten, sie könnten ein neues Grundrecht einführen. Meine Daten gehören mir. Warum machen sie das nicht? Das war der Punkt. Also der Sinn und Zweck von Massenmedien und warum ich überhaupt in den Beruf gegangen ist, weil es ein Tumormarker von sich schlecht entwickelnden Gesellschaften ist, wenn die Menschen
vereinzelt werden und nicht mehr wissen, hey, wir sind einer Meinung und wir sind einer abweichenden Meinung. Wegen meiner, die da oben. Das ist der ganze Sinn von Massenmedien. Das hat mal eine Zeit lang funktioniert. Das läuft im Moment in eine Zersplitterung. Und die Politik, die das handeln sollte, schaut bis zur nächsten Wahl. Und sie verlässt sich darauf, dass ihr nichts sagt. Aber die Konsequenz könnte das sein, dass weil die herrschende Politik den Dienst macht, die Faschisten diese Algorithmen genau kennen und ausnutzen und so mit ihnen spielen, um die Aufmerksamkeit der Wähler und Wählerinnen bestmöglich auszunutzen und damit Wahlen zu gewinnen, womit dann die herrschende Politik vielleicht ihre eigene Macht verliert. Sie müssen doch das größte Interesse daran haben, da endlich mal aufzuhören. Ich meine, wann Trump 2016, das war doch das erste, das größte, das wichtigste Beispiel. Und wir sind jetzt 7 Jahre später. Es gibt immer noch keine anständige, logische Regulierung von Facebook, Instagram, Twitter und Co. Nein, gibt es nicht. Und es gibt im Gegenteil, wenn du dir die erste grüne Bundestagsfraktion anguckst mit dem Turnschuhminister und dem Taxifahrer und dem Landwirt im Folklorehemd und den stillenden Priesterinnen und was da alles war. Und dann wurde die Fraktionssitzung öffentlich übertragen. Da muss ich sagen, RTL, das hat lange gedauert, weil das war schon Big Brother. Das war ein super Cast und es war eigentlich ein Fernsehformat. Und heute haben wir eine, du brauchst für Auseinandersetzungen im Fernsehen immer eine bestimmte Grundbesetzung, so eine Talkshow besetzt man nach der Regel Kasper und Gretel, das sind in der Regel SPD und CDU. Dann brauchen wir den Zauberer, der kommt dann meist von der Initiative Neue Marktwirtschaft und sagt, ey, ich bin Experte. Und dann ist er leider so. Meistens so ein Ökonomen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja, oder hier Zentrum Liberale Moderne, die beiden, ich glaube, dieses Ehepaar, die losen zu Hause, wer zu Anne Will muss. Und dann brauchst du einen Schutzmann, das ist Anne Will, und dann brauchst du ein Krokodil, das die Runde aufmischt. Und wir haben inzwischen eine Partei, die nach den Logiken von Massenmedien, du hast es gerade angesprochen, also auch so wie die Algorithmen dann produziert sind, eine Stufe weiter, einfach eine Castingshow für Krokodile ist, und das ist die AfD. Und solche Parteien werden produziert durch diese Wirkungslogik von Algorithmen. Zum Schluss, wir haben jetzt über ein Jahr Krieg, also Krieg in Europa. Jetzt ist die Medienlandschaft so, wie sie ist. Bist du überrascht, wie über den Krieg und wie über Krieg an sich in Deutschland wieder berichtet wird? Du hast ein paar mehr mitgemacht. Also Jugoslawien hast du damals schon erlebt, Afghanistan. Ich war noch zu jung dafür. Als Medienmacher jetzt natürlich. Ich glaube, du warst nie dabei. Ja, und trotz meines höheren Lebensalters und dem bei mir fängt das irgendwo beim Vietnamkrieg tatsächlich als reales Erleben an. Ich bin völlig überrascht davon. Ich habe händerudernd nach Evidenz gesucht. Es war immer so ein Schreiten durch eine Anderswelt, wenn ich Medien konsumierte und diesen courtesy Stefan Niggemeier Hurra-Journalismus las, weil der ging mir gegen meine persönliche staatsbürgerliche Meinung. Er ging aber auch gegen mein Empfinden darüber, was die deutsche Bevölkerung über so etwas denkt. Und die Eindeutigkeit von Positionierung, angefangen von sogenannten Leitmedien, Waffen, mehr Waffen, schwerere Waffen. Es war ja ein Jahr lang ein eskalatorischer Kurs, ging mir gegen das Gefühl, ich glaube, viele Menschen teilen das gar nicht. Es ging aber auch damit einher, dass die wenigen, die sich vorgewagt haben und gesagt haben, teile ich nicht, sehe ich anders, wo ist die gleiche Eskalation auf Seiten der Diplomatie oder der Versuche der Verständigung, wurden in einer Weise marginalisiert, auch herabgewürdigt, die mich überrascht hat. Weil du angenommen hast, dass wir weiter sind? Woher kommt die Überraschung? Ich habe mal von dir gelernt, gerade in Sachen Außenpolitik sind deutsche Medien und insbesondere öffentlich-rechtliche Rundfunk, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal treu gegenüber dem außenpolitischen Kurs der Regierung.
Woher kommt die Überraschung? Ja, also erstmal ist es so, dass man in der Außenpolitik nicht streitet und das überträgt sich auf bestimmte Leitmedien. Da ist man nach außen, ist man immer, sind wir alle dufte Kumpels, da streitet man nicht. Ich glaube, es ist, man hätte gerne die eine Antwort, warum es diesen Dissens zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung gibt. Da gibt es andere, die haben da schlaue Bücher drüber geschrieben. In meiner Person hat es damit zu tun, dass meine Kindheit vollgestellt war von armamputierten, beinamputierten Kriegerwitwen und nächsten Angehörigen. Mein Onkel liegt seit 80 Jahren in der Ukraine. Mein Onkel war Teil eines verbrecherischen Angriffskrieges, der, was immer wir noch erfahren werden, es an Verbrecherischkeit mit dem Putin, glaube ich, noch ein bisschen was beibringen kann. Und trotzdem war das ja in meiner Kindheit eine Figur, um die geweint wurde. Und diese Selbstverständlichkeit, dass Krieg das Scheitern von Politik ist und dass Politik sich darauf zu richten hat, Krieg zu verhindern, war mir so selbstverständlich, dass ich, seitdem das da passiert und ich das in unseren Medien konsumiere, es nicht verstehe. Ich weiß nicht, was zwischendurch passiert ist. Ich möchte auch keine Verschwörungstheorien aufwerfen. Ich glaube, dass gerade Deutsche sich immer daran abarbeiten, den Großeltern, Urgroßeltern zu zeigen, dass sie Hitler aber umgebracht hätten. Wir werden euch schon zeigen, wie das geht. Also das war ja zum Beispiel ein Motiv bei der RAF. Die RAF musste ja jeden, den sie ermordet hat, erstmal zum Faschisten erklären, dann konnte man den ermorden. Und das kannst du jetzt bei Gaddafi, bei Assad, jedem wird erstmal das Schild Hitler umgehängt, jetzt eben Putin, Strack-Zimmermann in deiner Sendung gerade. Die hat ja noch, ich finde, sowieso unsere Düsseldorfer Stimmungskanone einen draufgelegt, indem sie sagte, man muss die Russen mithassen auf deine Zwischenfrage. Denn man kann ja die Deutschen nicht für Hitler entschuldigen, also muss man die Russen für Putin mithassen. Und diesen kompletten Rückfall in 1914 ungefähr schaffe ich intellektuell nicht. Aber du musst doch verstehen, wenn... Ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast, auf die Frage, was denn mit der amerikanischen Invasion im Irak war, ob denn auch in der Logik die Amerikaner alle böse waren, weil sie hinter dieser Regierung standen, hat sie ja gesagt, nein. Das war nur eine völkerrechtswidrige Invasion, aber nicht böse. Also ich... Ja, ja. Ich will mich jetzt nicht an der in der Tat beeindruckenden Karriere einer stellvertretenden Düsseldorfer Bürgermeisterin lange aufhalten, die ein langes Berufsleben damit verbracht hat, für den Tesla-Verlag das Buch Was ist was zu verkaufen. Ich nehme zur Kenntnis, das ist eine solide Grundlage für eine Karriere als verteidigungspolitische Sprecherin und strebe das auch an. Aber ich will jetzt auch nicht auf der Frau da rumhacken, es ist ein Beispiel für das extrem dünne Firnis, auf dem wir diese Debatte führen. Und wiederum auf die Logik von, hast du einen coolen Cast, kannst du den Leuten alles verkaufen. In diesem Massenmedium. Außer diesen Leuten natürlich. Zum Schluss, du bist ja bei der Palastrevolution. Leute erwarten revolutionäre Messages. Was ist eine revolutionäre Forderung, die du vielleicht an unseren Saal, an unseren jungen Leute hast, die kaum noch Fernsehen gucken? Also eine revolutionäre Nachricht ist, dass ihr hier seid, dass ihr euch interessiert, dass ihr die Lügen straft, die sagen, euch gibt's nicht, interessiert euch nicht, Flachbildschirm, Malle-Urlaub. Der Wunsch, ich habe keine Forderung an euch zu stellen, der Wunsch ist, darüber haben wir eingangs gesprochen, ihr habt diese Rechte, dieses Rundfunksystem gehört euch, nehmt es euch. Danke, Friedrich Jubersbusch. Danke dir.
Der Vorhang geht schon wieder zu. Das war Friedrich Küppersbusch. Wir haben jetzt vieles zu den Medien gehört. Ganz kurz, wir müssen ja wieder ein bisschen Zeit schinden. Ja. Hast du dich umgezogen? Also, wir sind ja auch zum Vergnügen hier. Und ich finde, eine Revolution kann auch ästhetisch sein. Ja, unbedingt. Erinnert mich so ein bisschen an Cher, wenn Cher Konzerte gibt. Also ich war mal da in Köln, sie zieht sich 12-mal um. Das kann ich versprechen, wird nicht passieren heute Abend. Aber ich hoffe, wir sehen vielleicht noch das eine oder andere Outfit von dir. Wir schauen mal, wir wollen uns ja doch vielleicht nicht ganz so sehr von den Inhalten ablenken lassen. Jetzt haben wir über Medien noch gesprochen. Musst du mal Vermögensteuer sagen? Du hast schon, natürlich, du hast schon das Thema Krieg jetzt medial angesprochen gehabt, aber ohnehin, auch ohne den Krieg, befinden wir uns in einer Welt im Umbruch. Geopolitisch ist es so interessant wie nie oder wie lange nicht. Und es ist aber auch sehr beängstigend zum Teil. Wir müssen, glaube ich, über Geopolitik und Außenpolitik sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und wenn man richtig aufpasst, einfach in den letzten Wochen, wo überall in der Welt Revolutionen stattfinden könnten, dann ist das so viel wie in fast, also seitdem ich denken kann, nicht mehr. Iran. Ja. Wir wünschen uns wahrscheinlich sogar eine Palastrevolution in Moskau. Ja. Und wir sehen aber auch, ich hatte noch mehr Beispiele, aber. Ach so, okay, aber wir sehen gerade an diesen beiden Beispielen auch, wie hart so ein bisschen Revolution da schon erkämpft ist, dass man überhaupt auf der Straße noch stattfinden kann. Wir haben die schrecklichen Bilder gesehen, wo Menschen niedergeknüppelt werden. Wir haben die Bilder gesehen, wo Journalisten da sind und mit Leuten sprechen wollen, zum Beispiel in Russland oder im Iran. Und die sagen dann, ich sag mal lieber nichts. Und da sehen wir schon, wie zart diese Stimme der Revolution manchmal ist und wie leicht man sie dann verdrängen kann. Und es ist jedenfalls da doch spürbar, dass es überall Menschen gibt, die aufstehen für eine Idee von Freiheit oder von einer Idee, nicht derart beherrscht zu werden, wie sie derzeit beherrscht werden. Ja, also wir wünschen uns, dass im Iran die Frauenbewegung, die Revolution im Iran gelingt. Wir wünschen uns aber kurioserweise nicht, dass es in Saudi-Arabien auch passiert. Da schicken wir unsere Außenministerin hin, die sonst für feministische Außenpolitik steht, aber dem saudischen Machthabern die Hände schüttelt. Ja, da muss man ja auch mal pragmatisch oder realpolitisch sein oder Werte. Es geht um die sichere Energie- und Rohstoffversorgung. Hast du nicht die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung von dieser Woche gelesen? Doch, das habe ich heute Morgen noch in Vorbereitung auf das Gespräch gemacht und ich hoffe, wir werden das Gespräch auch führen. Kann denn der Vorhang schon geöffnet werden? Denn wir müssen mal hören. Wir hören es immer so schlecht, wenn es uns gesagt wird. Denn wir bauen jetzt ein bisschen um, damit wir uns auch etwas einfinden in der geopolitischen Betrachtung der Welt. Ich habe übrigens da geht was auf. Oh. Und wir begrüßen Richard David Precht. Richard David Precht, der erste Vorteil an Ihrer Person ist, dass ich Sie nicht groß vorstellen muss. Sie sind dem jungen Naivpublikum bekannt, Sie sind aber auch weit darüber hinaus bekannt. Und wir haben heute eine sehr schwierige Aufgabe. Der Schriftsteller Peter Hacks sagte mal, Außenpolitik, das sei eigentlich so das Geistlose an der Politik. Und jetzt wollen wir versuchen, dem ein bisschen Geist einzuhauchen. Es klang ein bisschen schon an, es ist die Rede von einer multipolaren Weltordnung. Leben wir schon in einer solchen Welt? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Also man kann, wenn man sich anschaut, wo das größte Wirtschaftswachstum in Zukunft zu erwarten ist,
an der Erkenntnis nicht vorbeisehen, dass die Länder Indien und China gemeinsam in den nächsten Jahren ein höheres Wirtschaftswachstum produzieren als der Rest der Welt. Und insofern kann man sagen, dass wir in ökonomischer Hinsicht schon recht weitgehend in einer multipolaren Weltordnung leben, wo also zur Hegemonialmacht USA mit schwindendem Einfluss die asiatischen Staaten dazukommen. Man könnte auch erwarten, dass ein Iran, der von seiner Kleptokratenherrschaft befreit wäre, das Potenzial dazu hat, eine Supermacht der Zukunft zu werden. Und insofern kann man sagen, ja, wir sind mitten im Prozess auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung, aber diese ist bisher institutionell nicht repräsentiert. Das heißt also, in den großen Gremien, in der Weltbank, Internationalen Währungsfonds und so weiter ist diese multipolare Weltordnung noch nicht angekommen und in unseren Köpfen zum Teil auch nicht, weil sich da noch die große Frage stellt, sollen wir diese multipolare Weltordnung akzeptieren oder sollen wir sie bekämpfen? Kann man diese multipolare Ordnung überhaupt bekämpfen? Denn was Sie jetzt gerade geschildert haben, sind ja Fakten. Wir haben diese unglaublich rasch sich entwickelnden Volkswirtschaften in China und Indien. Wir haben dort auch noch ein Wohlstandsversprechen, das eingelöst wird. Leute wollen Wachstum haben, machen wahnsinnig viel auch dafür, haben zum Teil natürlich Arbeitsweisen oder Arbeitstage, die uns eher doch gestrig erscheinen. Und dennoch kann man ja nicht leugnen, dass damit BIP größer und größer wird. Und das bedeutet ja auch ökonomische Stärke. In diesem Strategiepapier war jetzt witzigerweise zu lesen, China und auch einige andere Länder würden zunehmend ihre Wirtschaftsmacht auch politisch und strategisch einsetzen. Und ich dachte mir so beim Lesen, ja, welches Land hat das je nicht getan? Ja, man kann es, Sie haben das ja schon wunderbar angedeutet, sagen, die große Angst besteht darin, dass die Chinesen und die Inder sich so benehmen könnten wie wir. Denn ich meine, die Zeit, in der dieser Aufstieg erfolgt ist, also der Aufstieg der westlichen Staaten, der Aufstieg Großbritanniens in allererster Linie, der Aufstieg Deutschlands, danach der Aufstieg der USA. In dieser Zeit war die Menschenrechtssituation in all den Ländern ja nicht die gleiche, die sie heute ist. Und die Arbeitssituation war auch nicht die gleiche, die sie heute ist. Das heißt, die industrielle Revolution hat mal mit 16 Stunden Arbeitstagen begonnen, 80 Stunden in der Woche. Das Durchschnittsalter der Menschen, die in den Fabriken arbeiteten in Großbritannien, ist in der Zeit der ersten industriellen Revolution sogar noch um einige Jahre gesunken, von 35 auf 32. Das heißt also, die Zeit dieses unglaublichen Aufstieges, den wir im Zuge der ersten und zweiten industriellen Revolution gemacht haben, den haben wir nicht nur erkauft auf Kosten der Umwelt, den haben wir eben auch erkauft aufgrund von menschlichen Schicksalen, zu unmenschlichen Produktionsbedingungen. Und wir haben natürlich, um an die Ressourcen ranzukommen, die wir brauchten für diese industriellen Revolutionen, überall in der Welt wie die Axt im Walde gehaust. Jeder, der das konnte, hat das getan. Und das ist das Prekäre, dass die Briten das in Indien gemacht haben und dass die Briten das in China gemacht haben und dass sie heute Teil des Westens sind, die den Chinesen und den Indern sagt, wie sie sich zu benehmen haben. Das ist eine ziemlich prekäre Situation. Und wenn wir philosophisch draufblicken, haben wir zugleich die Entwicklung hin zu den Menschenrechten, zu einer Idee der Gleichheit, zu so etwas wie dem Universalismus, könnte man sagen. Eigentlich mit der Aufklärung wird diese Idee immer wichtiger. Nicht, dass sie überall gleich umgesetzt wird, ganz im Gegenteil. Aber doch gibt es da so eine Nebenströmung, eine Denkströmung, die ja dann, wenn man so möchte, von der Aufklärung bis hin zu 1948 führt zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, die Situation aber in den Fabriken in England oder auch in Deutschland war eine ganz andere. Wie geht das zusammen? Beziehungsweise müssen wir, wenn wir jetzt heute über die aufsteigenden Länder sprechen, zum einen diese wirtschaftliche Entwicklung wahrnehmen und dann aber doch auch ein gewisses Erbe der Aufklärung verteidigen oder einen grundsätzlichen Universalismus formulieren von da ausgehend?
Auch hier haben Sie ja schon in der Maske der Frage Antworten selber gegeben. Also es ist ja tatsächlich so, dass auf die Erklärung der Menschenrechte in der Zeit der Französischen Revolution, ja, kurz darauf eben ein brutaler Industriekapitalismus gefolgt ist. Und nachdem man die Freiheit und Gleichheit aller Menschen verkündet hat, haben Systeme, Staaten, die zu dieser Freiheit und Gleichheit aller Menschen auf dem Papier standen, ein Wirtschaftssystem aufgebaut, in dem von Freiheit und Gleichheit aller Menschen nicht entfernt die Rede sein konnte. Das heißt also, die Kluft zwischen hehrem Ideal und gesellschaftlicher Praxis durchzieht die Geschichte der westlichen Gesellschaften. Wenn man sie positiv beschreibt, kann man sagen, dass die Kluft heute kleiner ist, als sie zu Anfang der ersten industriellen Revolution war. Das heißt also, dass wir gewaltige soziale Erfolge haben und dass wir starke Humanisierungen in unseren Gesellschaften gehabt haben. Das kann man gar nicht bezweifeln. Und deswegen stellt sich die Frage, diese Vision, die damit einhergeht, dass man sagt, irgendwann wird die ganze Welt diesen gleichen Weg gegangen sein und die westlichen Werte, die sehr vieles für sich haben und die ich auch alle für sich unterschreiben würde und die ich für eine große menschliche Errungenschaft halte, diese westlichen Werte sollen sich doch oder können sich doch in der ganzen Welt durchsetzen. Das haben wir, meine ich jetzt zumindest die allermeisten Menschen und die allermeisten Menschen, die sich dazu geäußert haben, nach dem Ende des Kalten Krieges für denkbar oder für wahrscheinlich gehalten. Also als Francis Fukuyama in Begriff quasi dieses Gedankens sein Buch schrieb vom Ende der Geschichte und diese Hegelsche Formel benutzte und meinte, die liberalen Demokratien seien das Gewinnermodell und irgendwann wäre der Zeitpunkt erreicht, dass die ganze Welt aus liberalen Demokratien bestehen würde. Und bis zum Aufstieg Chinas hat man das auch geglaubt und das hat man vielleicht glauben können bis so vor vielleicht 10, 15 Jahren. Wenn man trotzig und blind war, vielleicht noch ein paar Jahre länger. Weil man immer davon ausgegangen ist, nur liberale Demokratien können kapitalistisch erfolgreich wirtschaften. Jetzt sehen wir am Beispiel China, dass ein Land, das nicht liberal ist und das keine Demokratie ist, sehr, sehr erfolgreich wirtschaften kann. Und da fallen wir quasi im Augenblick aus allen Wolken. Übrigens ist China nicht das einzige Beispiel. Auch die Golfstaaten sind ein Beispiel dafür, wie man ohne liberal zu sein und ohne demokratisch zu sein sehr erfolgreich wirtschaften kann. Das heißt also, damit verliert die Selbstverständlichkeit, dass die Guten gewinnen, ja, auf einmal genau diese Selbstverständlichkeit und das weckt den Sinn für das Nachdenken. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können konstruktiv darüber nachdenken, ob es nicht gleichwohl eine Chance gibt, dass sich diese universalen Menschenrechte weltweit durchsetzen. Oder dass wir für relativ lange Zeit und mit unbestimmtem Ausgang von einer multipolaren Weltordnung ausgehen, die sich nicht am Maßstab der westlichen Werte orientiert. Und wie das genau ausgehen kann, ist... Oh, Also, mit den westlichen Werten meinen wir die von der Französischen Revolution zum ersten Mal verkündeten Menschenrechte und alle liberalen Bürger- und Freiheitsrechte, die in Europa in der damaligen Zeit auf dem Papier formuliert worden sind, auch wenn, wie ich vorhin gesagt habe, sie über lange Zeit und auch bis heute nicht immer und vollständig realisiert worden sind. Antwort. Und ich möchte aber hinzufügen, das sind zwar Werte, die im Westen entstanden sind, aus gewissen historischen Entwicklungen heraus, Kontingenzen, was auch immer man da festmachen will, die dazu geführt haben, dass man diese Werte so schnell als westlich bezeichnet. Aber eine Idee der Gleichheit ist ja eine, wenn wir universalistisch denken, die gar nicht westlich sein kann, also das ist immer eine universalisierbare Formel. Das heißt, diese Werte gehören uns nicht und wir sind auch nicht unbedingt die Exporteure, gerade dann auch, wenn wir sie verletzen, sondern wir sehen, glaube ich, ja auch in genau diesen autoritär regierten Staaten, wo Menschen aufstehen, da sagen die ja nicht, wir wollen westliche Werte, sondern sie sagen eigentlich, wir wollen Gleichheit, wir wollen Freiheit, wir wollen das, was zwar auch da mal im Westen formuliert wurde, aber nicht, weil wir dem Westen nachahmen wollen, sondern weil das an sich ein menschlicher Wert ist. Genau, also wir müssen sozusagen...
Wir müssen die historische Formulierung von Werten, die in Deklarationen festgelegt worden sind oder in Verfassungen geschrieben wurden, natürlich unterscheiden davon, dass sehr vieles davon auch in anderen Kulturen, auch unter anderen religiösen und kulturellen Vorzeichen praktiziert worden ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Da haben Sie völlig recht. Und das Wichtigste ist, und das haben Sie indirekt auch angesprochen, Werte hat man nicht. Also weder gibt es Kulturen, die Werte haben, noch gibt es Menschen, die Werte haben. Sondern wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe den Wert der Barmherzigkeit, ja, dann würde das bedeuten, ja, der ist ein Teil meines Tugendkataloges, so wie die alten Griechen sich das vorgestellt haben. Ja, ich habe Anteil an der Barmherzigkeit und ich bin sozusagen barmherzig. Es gibt aber Lebenssituationen, in denen ich nicht barmherzig bin. Es gibt auch Lebenssituationen, in denen ich nicht gerecht bin. Es gibt Lebenssituationen, in denen ich nicht tapfer bin. Es gibt Lebenssituationen, in denen ich nicht loyal bin, obwohl ich sagen würde, das sind alles gute Werte. Das heißt also, die moderne Erkenntnis ist, dass man nicht einen Charakter hat, der aufgebaut ist aus lauter Werten, die man im Laufe der Zeit sich angeeignet hat, sondern dass man situativ in unterschiedlichem Ausmaß von bestimmten Werten Gebrauch macht. Und das, was auf der individuellen Ebene gilt, das gilt genauso auf der Ebene von Staaten oder von Kulturen. Das heißt, auch zu Kulturen, die sich zu bestimmten Werten bekennen, können wir unglaublich viele Ausnahmen finden und können sagen, ja, seid mal nicht so selbstgewiss, dass ihr diese Werte habt. Beweist diese Werte, indem ihr von ihnen Gebrauch macht. Nun ist zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiger Wert unserer westlichen Kultur die Toleranz. Wenn wir aber sagen, wir sind intolerant gegenüber jenen Staaten, die unseren Toleranzgedanken nicht teilen, begeben wir uns in einen Widerspruch. Und das machen wir heute relativ häufig. Das zweite ist zum Beispiel, wenn man ernsthaft über Werte nachdenkt, muss man auch über Wertevermittlung nachdenken. Also wenn ich jetzt überzeugt bin, dass ich die richtigen Werte habe oder besser gesagt oft von den richtigen Werten Gebrauch mache und ich möchte jemanden anders, Sie zum Beispiel, davon überzeugen, dann ist die dümmste Idee, die ich machen kann, Sie zu beleidigen oder zu moralisieren. Sondern die beste Idee ist, mich mit Ihnen anzufreunden und Ihnen zeigen, wie schön das ist, wenn man so diese oder die andere Verhaltensweise in der jeweiligen Situation macht. Das heißt also, durch Belehrung ist noch nie in der Geschichte der Menschheit irgendein Land demokratischer, liberaler oder was weiß ich was geworden. Nun sitzen wir hier in einem Setting, das auch für Henry Kissinger ideal wäre, aber wenn wir jetzt über Wertepolitik sprechen, über wertegeleitete Außenpolitik, dann ist das ja, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Politik, die eigentlich belehrend auftritt, sich sagt, ich habe Werte, aber zugleich in einigen Handlungen sind diese Werte dann für uns zumindest nicht so offensichtlich, wenn man beispielsweise zwar in China mit erhobenem Zeigefinger auftritt, zugleich aber keine Probleme hat, mit Aserbaidschan und Saudi-Arabien zu operieren oder jetzt so etwas wie den Asylkompromiss durchwinkt, der eigentlich Seehofers Künstefantasien von 2018 wahr werden lässt. Da lebt man ja nicht diese Werte. Das ist schon richtig. Unsere Außenministerin hat sich in China mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen getroffen. Das ist auch gut so. Sie hat sich aber nicht in Saudi-Arabien mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen getroffen. Ganz einfach, da gibt es keine. Ja. So, und daher können wir ziemlich deutlich sehen, sie hat auch nicht gesagt, sie war schockiert. Sie war von China schockiert, aber sie war von Saudi-Arabien nicht schockiert. Dafür ist sie von den Medien gelobt worden, wie diplomatisch sie dort aufgetreten ist. Nein, die Wahrheit hinter der ganzen Geschichte ist völlig einfach. Die sogenannte wertegeleitete Außenpolitik hat mit Werten nur sehr vordergründig und im Ernst fast gar nichts zu tun. Es geht um interessensgeleitete Außenpolitik. Das ist Außenpolitik immer. Und sie ist mit Werten verbrämt. Und das ist etwas, was natürlich Schindluder mit den Werten betreibt, weil wenn ich sage, ich habe ganz bestimmte Werte, dann müsste ich diese Werte gegenüber jedem Staat der Welt im gleichen Maße geltend machen. Wir sehen aber sehr genau, dass die Frage, welche Staaten von uns an den Pranger gestellt werden und mit welchen wir nonchalant über Menschenrechtsverletzungen hinwegsehen, eine Frage von Interessenspolitik sind und keine Frage von moralischen Überzeugungen. Und das ist
Das ist eine sehr, sehr dominante Denkweise gerade in den Medien, aber auch in vielen westlichen Staaten, dass wir wertegeleitete Außenpolitik brauchen, dass wir einen großen Kampf haben, wie Biden es formuliert, zwischen Demokratie und Autokratie, was aber zugleich auch wieder bedeutet, dass man Indien als großen Partner haben will, wo die hindu-nationalistischen Tendenzen immer stärker zunehmen. Und dabei wird dann aber etwas den anderen, also die belehrt werden sollen, doch transparent, dass wir also mit zweierlei Maß messen. Und damit machen wir uns ja nicht nur sehr unglaubwürdig, sondern wir machen sie vielleicht auch etwas zornig. Wie würde also ein Weg aussehen, der versucht, die Menschenrechte nicht einfach ad acta zu legen und zu sagen, na ja, da können wir irgendwann nochmal drüber sprechen, wenn schönes Wetter ist, sondern wie könnte ein Akt aussehen, der beides noch mitdenkt, der sagt, naja, Politik, Außenpolitik ist Interesse geleitet, aber wir haben auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Würden Sie sagen, ist es eigentlich nur das, dass wir als Vorbild vorangehen müssen und hier alles, was die Menschenrechte beinhalten, Realität werden zu lassen und es auch möglichst vielen zuteil werden zu lassen, nicht in Form von Invasionen, sondern in Form von, wir nehmen zum Beispiel Flüchtlinge mit offenen Armen auf? Oder kann man noch mehr tun? Oder ist das schon fast schon zu viel verlangt? Eine große Krux in Ihrer Frage ist die Frage, wer wir ist. Mhm. Ja, ist wir der Westen, also ein Begriff, den wir erfunden haben nach dem Ende des Kalten Krieges, als Begriff gegen den arabischen Terrorismus. Ne, da tauchten die westlichen Werte plötzlich als westlich auf. Früher waren es sozusagen die liberalen Demokratien gegen den Kommunismus. Jetzt war es der Westen als Kulturkreis definiert gegen den Kulturkreis arabische Welt. Da ist dieser Begriff überhaupt erst entstanden. Und der Westen ist natürlich ein sehr heterogenes Gebilde. Die USA haben eine andere Geschichte als Großbritannien oder Frankreich und die haben eine andere Geschichte als wir. Deswegen ist die Frage, ist dieses Wir jetzt Deutschland oder ist jetzt wir der westliche Kulturkreis, der sich auf westliche Werte beruft? Beziehen wir das Wir doch mal auf Europa und auch da finden wir ein sehr vielstimmiges Europa. Sie haben jetzt gerade schon Frankreich erwähnt. Macron tritt anders in China auf, möchte Europa souveräner haben und souverän meint nicht nur von Autokratien nicht zu sehr abhängig, sondern auch von einem transatlantischen Bündnis nicht losgelöst, aber doch freier agierend. Ist das für Sie eine Perspektive, die in Deutschland zu wenig vertreten ist? Also eigentlich war es ja die logische Konsequenz. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Debatten der 90er Jahre. Ist dieses wiedervereinigte Deutschland, das jetzt größer geworden ist, das jetzt stärker geworden ist, kann das noch die gleiche Rolle spielen? Diese sehr zurückgenommene, rein an Wirtschaftsinteressen orientierte, friedliche Rolle, die man gespielt hat bis zum Ende des Kalten Krieges? Oder muss dieses Deutschland als Führungsnation in Europa auftreten, weil es die stärkste wirtschaftliche Nation ist und muss entsprechend seine Interessen, Werte in Anführungszeichen, in der Welt durchsetzen? Das wurde sehr, sehr lange diskutiert. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, die wir getroffen hat, Kampfeinsätze im Ausland zu machen, unsere Interessen zu vertreten und so weiter, dann wundert es einen ja darüber, dass man das alles im engsten Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten machen sollte, die in vielen Punkten andere Interessen haben als wir und die in ökonomischer Hinsicht nicht nur unser Partner sind, sondern auch unser Konkurrent. Aus dieser Erkenntnis heraus hat Gerhard Schröder, mit dem ich auch persönlich darüber länger reden konnte, schon lange ist's her, gesagt, seine große Agenda hat darin bestanden, genau diese Position zu schaffen. Also zu sagen, Deutschland und mit Deutschland Europa müsste sich zwischen den anderen Großmächten, ja, also damals gegenüber Russland und gegenüber den USA und den aufsteigenden Mächten Asiens, in eine eigene Position begeben. Das Gegenteil ist aber der Fall. In dem gleichen Ausmaß, in dem man sich in das Weltgeschehen eingemischt hat, hat man in der Nach-Schröder-Zeit das 1:1 mit den Vereinigten Staaten gemacht. Also unsere Außenministerin sagt ständig, ja, wir müssen das gemeinsam mit unseren Verbündeten machen, was in der Praxis eher bedeutet, ich höre mal, was die wollen und dann sehen wir das genauso. Das heißt also, wir treten so auf, wie Macron in China kritisch gesagt hat, wir sind keine Vasallen.
Man kann nicht auf der einen Seite einfordern, eine stärkere Rolle in der Welt zu spielen und auf der anderen Seite die Autonomie der Entscheidungen aber delegieren und sich im Windschatten anderer in Großmachtspolitik zu versuchen. Und das ist aber genau die paradoxe Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Was bedeutet das für den Frieden? Wir sind jetzt in einer Lage, wo der Krieg so nah ist und so präsent ist, wie fast alle wahrscheinlich, die hier sitzen, das noch nicht erlebt haben, auch wenn es schon vorher Kriege gab. Und wir hören zum Beispiel den Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, wie er sagt, er hat große Sorge. Er ist schon fast nostalgisch geworden, dass nicht mehr Wall Street und Clinton-Ära ist. Die Wall Street tauscht sich ein bisschen mit Clinton aus und dann werden so wirtschaftliche Vorstellungen in Politik gegossen, sondern jetzt hat man so einen starken Kurs gegen China von Seiten der USA oder dann auch von Seiten des Westens, zumindest einige westliche Länder docken da an, wie dann zum Beispiel auch Deutschland. Und es droht eine Eskalation, sagt Adam Tooze, sagen viele. Und man weiß ja auch, egal wie das ausgeht, es wird unendlich grässlich sein. Also eine Vorstellung, dass es eine schießende Auseinandersetzung gibt zwischen westlichen Ländern und China, ist ja so monströs, dass man eigentlich gar keine Bilder und fast keinen Begriff dafür findet. Weltkrieg könnte man sagen, aber was heißt das dann konkret? Es ist fast nicht aussprechbar. Und wie würde dann eine Realität jetzt aussehen, die eigentlich versucht, einen Frieden zu gewährleisten, denn ich glaube, da muss man sich ja einig sein, egal von welcher wirtschaftlichen Perspektive, politischen Perspektive da man draufblicken kann, nichts ist schlimmer als Krieg. Und wenn ich auch in all den Jahren so häufig den Neoliberalismus kritisiert habe, sehne ich mich manchmal ein bisschen nach ihm zurück, zumindest nach so dieser Idee von Globalisierung. Ja, ich weiß, das hat ganz, ganz viele schlimme Auswirkungen, Outsourcing, Lohndumping, Umweltverschmutzung und das stimmt alles. Aber ein liberales Moment war ja doch drin, die Idee einer Vernetzung der Unternehmensinteressen, der Konzernstrukturen, so dass Handel getrieben werden kann und man losgelöst ist von eigentlich dem Staat. Also das, was wir auch von links immer stark kritisiert haben, der Staat hat fast keinen Zugriff mehr, das wird alles jetzt in Schiedsgerichten entschieden. So fast denkt man ja momentan, naja, das war noch eine selige Zeit, als da zumindest nicht immer schon der Krieg vor der Tür stand. Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie besser ein Zeitalter ohne Moral als eines mit falschem Moralisieren. So könnte man sagen, ja. Also natürlich ist das klar, die größte Bedrohung wäre dieser dritte Weltkrieg und er ist ein ganzes Stück näher gerückt und es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, dass zu einem Zeitpunkt, wo die Menschheit dadurch bedroht ist, sich aufgrund ihres Wirtschaftens, Klimawandel, Ressourcenverbrauch und so weiter als Spezies selbst auszurotten, sie diesem Prozess zuvorkommt, indem sie vorher mit einem Weltkrieg sich abräumt. Also das ist ja... Das ist ja im Grunde genommen gerade die Situation, in der wir uns befinden. Und ich würde diese Bedrohung auch tatsächlich sehr ernst nehmen. Jetzt gucken wir in die Geschichte und sagen, wie war denn das, wenn Hegemonialmächte an Bedeutung verloren haben? Und wenn wir da hingucken, dann wird es einem gruselig. Also die Zeit, als das Römische Reich, das Römische Reich zusammenbrach, hatten wir die unendlichen Kriege der Völkerwanderungszeit, die jahrhundertelang in finstere Zeiten verwandelt haben. Das ist also das Ende der Pax Romana, so wie heute das Ende der Pax Americana. Das hat nichts Gutes verheißen. Es ist auch so, dass die Zeit, in der das britische Imperium zusammenbrach, zusammenfällt mit der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Nicht, weil die Briten sie vom Zaum gebrochen hatten, aber weil die neue Stärke Deutschlands dazu geführt hat, dass man im Ersten Weltkrieg in einer noch nicht überschaubaren Konstellation verschiedener Kräfte und sich ohne einen solchen Krieg vorzustellen, in den Ersten Weltkrieg geschlittert ist, den Zweiten bewusst vom Zaum gebrochen hat, um das Ergebnis des Ersten zu korrigieren. Das heißt also, wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir, das ist unglaublich gefährlich, wenn Hegemonialmächte runtergehen und wenn eine multipolare Weltordnung mit einer nicht
stabilisierten Balance entsteht. Wir kommen also neben den beiden großen Herausforderungen der Nachhaltigkeitsrevolution und der großen Herausforderung des zweiten Maschinenzeitalters, Revolution der Ökonomie, eben hier in ein unglaublich gefährliches Fahrwasser, von dem ich immer noch meine, dass wir es massiv unterschätzen. Die erste Erkenntnis bestünde jetzt darin zu sagen, sich den Ernst der Lage ganz deutlich vor Augen zu führen und so vorsichtig wie irgend möglich zu agieren. Sich die Frage nicht nur zu stellen, was kann ich tun, um meinen Werten zu entsprechen, die oft gar keine Werte sind, sondern viel eher sich die Frage stellen, wie kann ich deeskalierend in einer solchen gefährlichen Weltsituation wirken. Das fände ich eine tolle Agenda für eine deutsche Außenpolitik. Und ich würde sagen, eine solche Deeskalationsagenda wäre sehr viel eher eine wertegeleitete Außenpolitik als das, was wir jetzt machen, was eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Zumal die Ungewissheit steigt schon dadurch, dass wir nicht wissen, wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein. Es sieht so aus, als will Biden nochmal, aber ob er es schaffen will, das wissen wir nicht. Trump steht wieder in den Startlöchern und dann ist auch fraglich, ob dieses transatlantische Bündnis noch bestehen wird, denn er hat es ja eigentlich abgebaut und als dann Biden kam, hat Ursula von der Leyen gesagt, America is back, und Macron hat, glaube ich, sehr zu Recht gesagt, ja, aber für wie lange ist die Frage. Das heißt, es ist ja dringend geboten, dass Europa sich was einfallen lässt und nicht die Hände in den Schoß legt und mal schaut, ob es noch mal gut geht in Washington, dass wir noch eine Weile so weitermachen können. Gibt es noch, jenseits von Frankreich, für Sie Länder, mit denen man viel enger zusammenarbeiten könnte in solchen Fragen oder neue Perspektiven entwickeln könnte? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Sie suchen jetzt Länder in Europa oder Sie suchen Länder außerhalb Europas? Naja, erstmal ist es ja so, dass die Länder innerhalb Europas durch ihre sehr unterschiedliche Wirtschaftskraft ja auch hier eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Fest steht natürlich, dass wir mit Polen ein Land in der Europäischen Union haben, das von seiner ideologischen Ausrichtung, seinem politischen Interesse und seine Agenda viel, viel näher an den Vereinigten Staaten ist als an Europa. Und wir müssen, wenn wir uns vorstellen, wir würden gern ein Europa haben, das mit einer einheitlichen Stimme spricht, dann sehen wir gerade, wenn wir uns den Unterschied angucken zwischen Macron in Frankreich und Polen zum Beispiel, dass hier überhaupt nichts zusammenpasst. Auch hier wäre es im Zweifelsfall die Aufgabe Deutschlands, eine Vermittlerrolle einzunehmen. Tatsache ist allerdings, dass wir uns eher von Frankreich entfernen. Also die gegenwärtige Regierung, die wir haben, das wäre unter Schröder sicher anders gewesen. Der wäre begeistert von Macron gewesen, weil er genau das Gleiche wollte. Die Franzosen wollten ja immer schon eine europäische Armee. Sie waren auch der Motor hinter der europäischen. Mitterrand hat schon von einer europäischen Armee geträumt. Eigentlich träumen die Franzosen seit de Gaulle davon, weil sie schon immer aus dem Windschatten, aus dem militärischen Windschatten der Amerikaner hinaus wollten. Deutschland hat dieses Interesse nie besonders geteilt. Und ich denke, dass wir in diesem Punkt in Europa im Augenblick nicht vorwärts kommen. Das heißt also, die gegenwärtige Weltsituation ist eine Weltsituation, die für das Zusammenwachsen Europas überhaupt nicht förderlich ist. Weil wir haben jetzt im Augenblick Angriffskrieg in der Ukraine, das gemeinsame Feindbild. Aber dieses Feindbild hält ja nur so lange, bis dieser Krieg irgendwann zu Ende ist. Und dann muss man ja überlegen, wie wird denn irgendwann mal eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einbezug Russlands aussehen, weil wir uns ja nicht leisten können, jetzt wieder 100 Jahre Kalten Krieg zu spielen. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo die Erde verbrennt, ja, und wir haben nichts anderes zu tun als Hunderte von Milliarden für Aufrüstung. Das kann ja kein Dauerzustand sein. Wir müssen ja ein Interesse haben. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass die Gräben zu Russland keine Gräben sind, die jetzt dafür 50 oder 100 Jahre ausgehoben werden,
Sondern wir müssen natürlich ein Interesse daran haben, ob mit oder ohne Putin, wahrscheinlich ja ohne Putin, aber er ist ja ein alter Mann. Aber dass wir dann irgendwann zu einer Situation zurückkehren, dass wir diese enorme Energie, die wir dafür aufwenden, diese enormen Summen, die wir dafür aufwenden, was ja auch dazu führt, dass auf der Agenda ja die Rüstung eine größere Bedeutung mittlerweile hat als die Bekämpfung der Klimakatastrophe. Dass also diese Blindheit gegenüber der tatsächlichen globalen Bedrohung, vor der wir stehen, dass sie nicht dauerhaft in Zement gegossen wird. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das könnten wir vielleicht an der Seite Frankreichs schaffen. Aber dann müssen wir auch bereit sein, an die Seite Frankreichs zu wechseln. Und da müssen wir auch ein bisschen über unsere Vormachtstellung in der EU nachdenken, über unsere Austeritätspolitik, die wir überall aufdrücken. Wir müssten auch wahrscheinlich erst einmal anerkennen, das, was Silja Graupe heute Abend schon skizziert hat, nämlich, dass wir eigentlich ja auch alle schwach sind, dass wir unsere Schwäche eingestehen, dass wir sehen, dass die Erde brennt, dass diese Klimabedrohung so existenziell inzwischen geworden ist, dass niemand sie leugnen kann. Und könnte man nicht gerade aus dieser Position der gemeinsamen Schwäche auch eine Art Klimauniversalismus ableiten, dass das der Weg ist, der es wieder möglich macht, dass auch die gerade so stark rivalisierenden Mächte miteinander kooperieren, weil sie alle erkennen, dass sie letztlich gesehen doch ungeheuer schwach sind, wenn der Globus brennt? Ja, also es kann wahrscheinlich sein, aber die Gefahr, dass es zu spät ist, dass man also dann überhaupt, wenn fast nichts mehr zu retten ist, ja, dass man dann erst die Solidarität oder den Schulterschluss schafft, ist ziemlich groß. Ich beschäftige mich im Augenblick mit der Frage, warum Nationen scheitern. Mhm. Und es gibt zwei Bücher zu diesem Thema, die in den letzten 20 Jahren erschienen ist. 2008 hat Jared Diamond, der Evolutionsbiologe, sein Buch Kollaps, warum Zivilisationen scheitern, darauf zurückgeführt, dass er gesagt hat, Zivilisationen scheitern dann, wenn sie in ungebührlichem Ausmaß von materieller Gier getrieben ihre natürlichen Ressourcen verfrühstücken. Das ist natürlich eine schöne Parabel für das, was ungebremst bis heute passiert. Dann erscheint 4 Jahre später das Buch zweier Amerikaner, einem Politologen und einem Ökonomen, warum Nationen scheitern, Acemoglu und Robinson. Und die sagen, Nationen scheitern dann, wenn es ihnen nicht gelingt, integrative Institutionen aufzubauen. Das heißt, einen großen Teil der Bevölkerung in die Lotterie aufzunehmen, zu Wohlstand zu kommen. Wenn wir genau darauf gucken, sehen wir, dass die Lösung von 1, du darfst deine Ressourcen nicht verfrühstücken, und die Lösung von 2, du musst die materielle Gier deiner Bevölkerung so gut wie möglich befriedigen und möglichst vielen die Chance geben, das zu tun, zu einem Widerspruch führen. Das hat den Sinn für das Nachdenken bei mir geweckt und mir fallen noch 2 weitere Gründe ein, warum Nationen scheitern, über die wir in Zukunft mehr reden müssen, um vielleicht über die Erkenntnis, woran Nationen scheitern, zusammenzuwachsen. Einer der Punkte, woran Nationen scheitern, ist die Einmischung von außen. Es ist ja nicht so, dass jedes Land die gleichen Startvoraussetzungen hat und sagt, ja, ich bin jetzt böse, deswegen habe ich hier keine liberalen Institutionen und ich mache keine Marktwirtschaft und sowas, sondern weil ich ein Land bin wie Nigeria oder wie der Kongo, was nichts anderes ist als der Spielball sämtlicher Großmächte dieser Welt, die dort ihre Warlords finanzieren, die dort ihre Ressourcen abschöpfen wollen und so weiter. Das heißt, die meisten Länder der Welt haben überhaupt keine autonomen Entwicklungsmöglichkeiten, die sie überhaupt die Entscheidung fällen lässt, ob sie solche Institutionen aufbauen, ob sie eine Marktwirtschaft werden wollen oder nicht. Das ist der dritte Punkt. Und jetzt kommt aus aktuellem Anlass des Themas, worüber wir sprechen, insbesondere jetzt gegenüber China. Nationen scheitern auch an der Verengung des narrativen Korridors, so möchte ich das mal nennen. Also sie scheitern dann, wenn sie Leiterzählungen in die Welt setzen, die keinen Widerspruch dulden. Weil natürlich unter der Oberfläche diese Widersprüche zutage treten. Und sei es dadurch, dass Menschen rechtspopulistische Parteien wählen, weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Das heißt also, gerade war das Thema, ging es ja um die Presse. Und wenn wir in eine Situation kommen, wo sich die Presse als eine Art Glaubenskongregation sieht, die ein bestimmtes Narrativ verteidigt und jeden, der das Narrativ nicht teilt, als Heretiker verurteilt,
dann passiert das, dass das Fundament der Gesellschaft weggespült wird, weil die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung zu weit auseinanderbrechen, was zu enormen, instabilen gesellschaftlichen Zuständen führen kann. Das Gleiche gilt, wenn der Blick nach außen, der Blick auf China, nicht der differenzierte Blick ist, der auf der einen Seite die Verbrechen der chinesischen Regierung sieht, also die Morde an den Uiguren, die Internierungslager und so weiter, der aber auf der anderen Seite auch sieht, dass dieses China Hunderte von Millionen Menschen von unter der Armutsgrenze auf über die Armutsgrenze gebracht hat, was ausgesprochen glücksmehrend ist. Dass ich nicht versuche, die chinesische Kultur zu verstehen und deswegen zu verstehen, dass sie vielleicht nicht den genau gleichen Weg in die Zukunft gehen wollen, die wir gegangen sind und so weiter, sondern wenn wir Verengung des narrativen Korridors, dieses Bild haben, ja, die Chinesen sind Autokraten, ja, die Chinesen sind Machtlüstern und jetzt müssen wir uns gegen die wehren. Dann könnte es sein, dass am Ende tatsächlich ein dritter Weltkrieg steht. Und dann sind nicht nur Nationen gescheitert, sondern ist die gesamte Zivilisation gescheitert, dann ist die Menschheit gescheitert durch die Verengung des narrativen Korridors. Vielen Dank für diese Warnung zum Schluss. Vielen Dank für die Einschätzung der multipolaren Weltordnung, in der wir uns jetzt befinden. Und es ist, glaube ich, ein Anlass, neu darüber nachzudenken. Vielen Dank, Richard David. Vielen Dank. So, Thilo. Ja, mich hört man, jetzt hört man mich noch. Es ist ganz schön trocken und es ist heiß. Ja. Ich denke, jede Revolution braucht doch eigentlich auch mal eine Pause, oder? Wir machen jetzt eine Pause. Ihr habt 30 Minuten Zeit, euch aufzufrischen, rauchen zu gehen, trinken zu gehen und danach geht's erst richtig los. Dann müssen wir die Fragen stellen. Guten Abend, willkommen zurück. Ja, schön, dass du dir auch was Neues angezogen hast. Bei mir war es aber unplanmäßig, weil ich einfach geschwitzt habe wie ein Schwein. Ja. Es ist super heiß und hinter der Bühne, auf der Bühne noch schwüler und wärmer als vielleicht bei euch, ich weiß es nicht. Ja, man muss sich halt ein bisschen selbst beherrschen. Du siehst aber auch schick aus, ja. Mensch. Ich möchte noch auf eine Sache... Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Es gibt einen Sonderdruck von Agora 42 und da ist ein Text von Silja Kraupe drin. Dieser Sonderdruck liegt aus, den könnt ihr alle mitnehmen beim Rausgehen. Bevor wir jetzt gleich zum Main Event der Palastrevolution kommen, müssen wir uns bedanken, namentlich bei den ProduzentInnen dieses Abends, weil es gab Menschen, die 20 Euro oder mehr extra zum Ticketkauf beigesteuert haben, um hier namentlich erwähnt zu werden. Und wir sagen Danke und wir werden das jetzt vorlesen. Und wer will, kann Wuhu rufen, wenn er sich namentlich angesprochen fühlt. Wir sagen Danke bei Human Nagafi. Danke bei Adam Xogalik. Wir sagen Danke bei Alexander Bender. Danke, Alex Befort. Bei Andreas Janning. Danke, Annette Wüsthoff. Danke, Arne Seidenstücker. Danke, Bradley Fix. Danke, Brigitte van Dock. Danke, Christian Eckert. Danke, Christiane Lorenz. Danke, Christina Lachs. Danke, Christina Robatschik. Danke, Christoph Puhlmann. Danke, David Gierse, der gleich zweimal das gemacht hat. David! Deshalb sage ich hier auch nochmal, danke, David Gierse. Ach, auch dreimal sogar. Mensch. Ja, hier steht er nochmal drauf. Dirk Pappelbaum, dankeschön. Danke, Florian Fröhlich. Danke, Guido Wiesent. Danke, Emanuel Toke. Danke, Jona Liebler. Danke, Julia Janning. Danke, Jürgen Russ. Danke, Kai Becker. Danke, Kirsten Schröder. Danke, Clara Schulze. Ich habe noch eine Seite jetzt. Danke, Klaus Lehmann.
Danke, Leonard Henschel. Danke, Leon R. Dirksen. Danke, Levin Handschuh. Danke, Luca Volkmar. Danke, Mike Kubatzki. Danke, Markus Winkler. Danke, Maria Otto. Danke, Martin Liebenan. Danke, Matthias Pfeffer. Danke, Maike Hölscher. Danke, Michael Anger. Danke, Oliver Kubisch. Danke, Sascha Fuchs. Danke, Tanja oder Taria Schneiders. Danke, Till Peschel. Danke, Tino Hahn. Danke, Tobias Saladusle. Dausli, okay. Jawohl. Sala Dausli. Danke, Tom Walter. Danke, Ute Pappelbaum. Zweimal danke an Uwe Gerhardt. Uwe Gerhardt, vielen Dank. Dreimal. Ja. Jenna Dombrowski. Danke, Vincent König. Und Marvin Jokschardt. Dankeschön. Und danke, Marc Schäfer. Wir kommen zum Hauptpunkt dieses Abends, der Sinn der ganzen Sache, warum wir das überhaupt machen. Wir diskutieren jetzt wirklich über Revolution. Wir meinen es ernst und ihr seid zuständig, wer gewinnt, wer Recht hat, welche Seite Recht hat. Die sagt, wir brauchen keine Revolution, und die Seite, die sagt, wir brauchen eine Revolution. Und ihr könnt abstimmen, wer gewonnen hat. Und bevor wir das aber wissen, am Ende des Abends müssen wir jetzt schon abstimmen, um zu sehen, wie die Stimmung im Laden ist. Ihr geht auf palastrevolution.com, jetzt sofort, und müsst euch positionieren zu unserer These dieses Abends. Die These ist, die herrschende Politik versagt, wir brauchen eine Revolution. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, eben mit Pro oder Contra abzustimmen. Was jetzt gleich folgt, ist eine sogenannte Oxford-Debatte. Wir werden Pro-Teams haben und wir werden Contra-Teams haben. Jedes Team besteht aus 3 Diskutanten, die ihr kennt, die ihr vielleicht nicht kennt, die aber wahnsinnig schlau sind und euch genau davon überzeugen werden, welche Position sie haben. Und ich würde sagen, während ihr abstimmt, Vorhang auf. Das Spiel dauert, wir müssen das Pult noch ein bisschen nach vorne bringen. Das Spiel geht über 3 Runden. In der ersten Runde wird jedes Team jeweils 3 Minuten euch von ihrer Seite überzeugen. Es gibt quasi 6-mal 3-minütige Eingangsstatements. In der zweiten Runde gibt es ein Kreuzverhör. Die eine Seite sagt, warum die andere Seite Unrecht hat. In der dritten Runde kommt ihr ins Spiel und befragt die Teams. Und in der vierten Runde gibt es noch ein Abschlussstatement und dann wird nochmal abgestimmt. Und dann haben wir einen Sieger. Und dann gehen wir entweder mit Mistgabeln zum Kanzleramt oder nach Hause. Ich bin Schiedsrichter und Moderator. Ich sorge dafür, dass hier die Regeln eingehalten werden, weil es gibt strenge Regeln. 3 Minuten Eingangsstatements. Ich muss dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Seid ihr gespannt auf die Teams? Wir fangen natürlich mit der Pro-Seite an. Wer sagt Ja zur Revolution? Ja, die Politik hat versagt, wir brauchen eine Revolution. Natürlich Wolfgang M. Schmidt. Simin Javabre sagt als Aktivistin und Politikwissenschaftlerin Ja zur Revolution. Jede soll ihren eigenen Applaus bekommen, ja?
dann das Team komplettiert. Die Ungleichheitsforscherin, die Doktorandin und die Gründerin von Ungleichheit.info, Martina Linatas. Wer könnte denn Kontra sagen? Zum einen sagt Kontra der Ökonom und einer der Wirtschaftsweisen hier in Deutschland, Achim Truger. Kontra sagt die Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Und einer fehlt noch, den ganzen Abend schon, oder? Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Hans Jessen! Wir werden jetzt nacheinander von jeder Seite hören, warum wir für die Revolution oder gegen die Revolution stimmen werden. Aber bevor wir das tun, will ich wissen, wie das Stimmungsbild ist. Robert Schröder, bitte auf die Bühne. Ein Applaus für Robert. Die Teams wissen nicht, wie das Ergebnis, also das jetzige Ergebnis ist vor der Debatte. Das nenne ich jetzt. Für Pro haben in diesem Saal 85% gestimmt. Ja, dann. Für Contra 15%. Okay, danke. Die anderen noch, Leute. Aha. Nach der Debatte stimmt ihr nochmal ab. Und falls das Ergebnis 75 oder 25 ist, hat Contra gewonnen. So funktioniert das Spiel. Yeah. Wie bitte? Nee, pass auf, du wart's doch mal ab. Jeder kommt jetzt nacheinander ans Pult und wird euch überzeugen in einer Kampfesrede hoffentlich. Jeder hat 3 Minuten Zeit und die Pro-Seite beginnt. Und ich werde drauf achten. Pro, bitte, legt los. Die herrschende Politik ist gefangen im Kapitalismus. So what? Die längste Zeit war ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in den gegebenen Strukturen die Klimaziele von Paris einhalten und der immer weiter aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich endlich Einhalt gebieten würden. Und dann kam der Regierungswechsel. Sozialdemokraten und Grüne an der Macht auf Platz 1 und 2. Und es geschah nicht das Mindeste. Die herrschende Politik wirkt ohnmächtig. Unsere Demokratie wie ein Schatten ihrer selbst. Dabei bräuchte es mehr denn je allen Mut zur Gestaltung. Doch was wir aktuell vorfinden, ist ein System, in dem KlimaschützerInnen kriminalisiert und eingeschüchtert werden. Ein System, in dem gleichzeitig Öl- und Gaskonzerne Rekordgewinne aus der Energiekrise auf den Rücken der ärmsten Menschen und Gesellschaften erzielen. Ein System, das Überreichen immer weitere Milliarden auf ihre Konten spült, während hierzulande in einem der reichsten Länder der Welt mehr als jedes fünfte Kind in Armut lebt. Und ein System, das Menschenrechte mit Füßen tritt und selbst Kinder auf der Flucht in die Haft nimmt und in dem Politikerinnen dies als historischen Erfolg feiern. Dieses System ist Ausdruck ein und derselben kranken Logik, die seit 400 Jahren waltet und deren wichtigste Direktive ewiges Wachstum ist. Wie das geht,
durch Ausbeutung. SklavInnen sind billig, Frauen sind es auch. Und die Natur trägt ohnehin kein Preisschild. Damit der Kapitalismus funktioniert, muss er spalten und ängstigen. Aus Mutter Natur wurde eine gemeine Hure, wie Francis Bacon einst sagte. Aus Gesellschaften wurden Individuen. There is no such thing as society. Dass Margaret Thatcher Anfang der 80er Jahre ihre Glaubenssätze durchzudrücken vermochte, war fatal. Und doch bedeutet dies, tiefgreifender Wandel ist möglich. Er ist möglich, wenn wir Spaltung und Angst überwinden. Ich bin diese Angst so satt. Ich bin diese grotesken Ungleichheiten so satt. Ich will das nicht mehr. Unsere Demokratie im Kapitalismus wird immer weiter ausgehöhlt. Ich aber will eine starke Demokratie. Und darum habe ich Sehnsucht nach einer Revolution, nach einer Welt nämlich, in der wir pflegen statt zu verwerten, teilen statt zu beherrschen und retten statt zu zerstören. Danke. Nehmt euch Wasser mit nach vorne. Das war Martina Linatas. Ein bisschen länger als 3 Minuten, aber das ist okay. Wir sind ja hier liberal. Es gibt hier keinen Videobeweis. Erst später. Team Contra, ihr seid dran. %85, so viele Revolutionäre habe ich seit meiner hochschulpolitischen Zeit nicht erlebt. Und das ist ein paar Jahre her. Zur These. Besteht irgendein Zweifel, dass die politische Klasse täglich Beispiele liefert für völlig unzureichendes Handeln? Nein. Besteht irgendein Zweifel, dass die drängenden Probleme unserer Zeit, Klimakrise, soziale Spaltung, Kriegsgefahr, nicht so energisch und deutlich angegangen werden, wie es nötig wäre? Nein. Besteht irgendein Zweifel, dass daraus Revolution als Lösungsweg zwingend erfolgt? Ja, dieser Zweifel besteht und ich möchte ihn begründen. Revolution ist kein beliebiges Wort, sondern heißt radikaler Systemwandel in rascher Zeit, weg mit der alten Herrschaft, neue Kräfte übernehmen die Macht. Über diese Formel hinaus gibt es keine allgemeingültige Revolutionstheorie. Deswegen gibt es rechte und linke Revolutionen, gibt es friedliche und gewaltsame Revolutionen. Revolution ist damit eine Projektionsfläche, die völlig unterschiedlich gefüllt werden kann. Das macht den Reiz des Wortes aus und ist gleichzeitig seine Schwäche. Große Entschiedenheit und noch größere Unverbindlichkeit stecken im Begriff. Revolution braucht, wenn sie soziale Praxis werden soll, ein revolutionäres Subjekt. Gesellschaftliche Kraft, die so stark ist, dass sie die alte Macht stürzen und durch neue Macht ersetzen kann. Wer ist hier und heute dieses revolutionäre Subjekt, das aus Schriften und Gedanken überhaupt Revolution im materiellen Sinne erst machen kann? Und wie entfaltet sich dieses Subjekt? Diese Frage ist an jeden zu stellen, der Revolution propagiert, übrigens nicht erst heute. Ich zitiere: Revolutionen bedürfen einer materiellen Grundlage. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Karl Marx, 1843. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Hier hat Marx in ganz wenigen Worten die Scheidelinie zwischen theoretischer Revolutionsromantik und tatsächlicher materieller Umwälzung der Verhältnisse beschrieben. Wir müssen also fragen, welche Wirklichkeit drängt sich derzeit zu welchem Gedanken? Und da erinnere ich an das Datum, 17. Juni. Heute vor 70 Jahren wagten mehr als 1 Million Menschen in der DDR einen Aufstand, der revolutionäres Potenzial hatte.
Sowjetische Panzer und Volkspolizei stoppten ihn gewaltsam und blutig. Im Herbst 89 gingen Millionen von Bürgern auf die Straßen der DDR. Ihre Forderungen waren für DDR-Verhältnisse revolutionär. Diesmal intervenierte die Staatsmacht nicht, aber das konnte vorab niemand wissen. Allein diese beiden Ereignisse zeigen, dass Revolution als Praxis auch existenzielles Risiko bedeutet. Die hier zur Abstimmung stehende These lässt von diesem Wissen und seiner Reflexion gar nichts erkennen. Ihr sollte nur zustimmen, wer sich sehr sicher ist, dass er oder sie genau weiß, was er oder sie unter Revolution versteht und dass die anderen alle das auch genau so wissen. Sonst ist es ein gefährliches Spiel. Hans Jessen. Ich würde sagen, Team Pro, ihr seid dran. Die herrschende Politik versagt. Nicht nur, weil sie eine besonders schlechte Regierung ist, die wir da aktuell haben, sondern sie versagt, weil sie in dem Rahmen, der ihr vorgegeben ist zum Arbeiten, gar nichts Grundlegendes verändern kann und will. Am 28.09. titelte im Spiegel die Schlagzeile, dass mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland sich bei Tafeln versorgen müssen. Am selbigen Abend verkündete die Tagesschau, dass DAX-Manager 25% Lohnplus hatten und damit um die 4 Millionen Euro bei DAX verdienen. 2 Millionen Menschen bei der Tafel seit letztem Jahr hier unten, Millionen Gewinne bei Großkonzernen da oben. 2 Meldungen, ein Tag in Deutschland. Das ist nicht etwa ein Zufall. Beides steht nicht losgelöst voneinander im Raum, sondern bildet 2 gesellschaftliche Pole. Unsere Arbeit, unsere Ausbeutung, unser gedrückter Lohn ist ihr Profit, ist ihr Millionengewinn. Deswegen kann es nicht nur um ein paar Verschönerungen gehen, sondern wir müssen dieses grundlegende Verhältnis ändern. Die erste Amtshandlung der Regierung in Berlin war, ihr Gehalt zu erhöhen und unseren Mietendeckel zu stoppen, während sie uns gleichzeitig mit Spartipps weismachen möchte, dass das Problem bei uns läge. Wir sollen die Heizung einfach ein bisschen runterdrehen, uns einfach mit dem Schwamm waschen, einfach eine Solaranlage bauen, ein bisschen durchhalten, ein bisschen verarmen, ein bisschen Überstunden machen, aber wehe, wir fordern uns das Notwendige zum Überleben ein, dann Vorsicht, Gratis-Mentalität. In diesem System wird nicht für uns Menschen regiert. In diesem System wird für das Kapital regiert. Dieses System ist auf permanenten Wachstum ausgelegt und unterliegt einem Profitzwang. Die stetige Ausbeutung von Mensch und Natur führt unmittelbar zu Krisen, sei es die aktuelle Inflation, die Klimakrise oder Flucht vor Krieg. Die Politik hat klar gemacht, auf wessen Seite sie steht. Sie schützt die Profite und stürzt damit die Mehrheit der Bevölkerung in eine Krise. Egal, ob Grüne, SPD oder FDP auf dem Paket steht. Rauskommen, tun Aufrüstung, Kohleabbau und Niedriglohnsektor. Wir haben als Aktivistinnen schon lange klargemacht, in jeglicher Form demokratischer Intervention, dass wir für die Enteignung großer Konzerne stehen, dass wir die Klimakrise aufhalten wollen und genug Platz haben für alle. Wer also Antworten für diese Krise möchte, der muss nun auch die Systemfrage stellen. Der muss aufhören, mit dieser Gutgläuberei Wischiwaschi einen Marsch durch die Institution veranstalten zu wollen. Du,
ich, wir alle, wir müssen unser Schicksal zusammen in die Hand nehmen. Denn zusammen haben wir die Kraft dazu, Dinge in unserem Interesse zu gestalten. Die Revolution ist keine Frage eigener Präferenzen, Hans. Die Revolution stellt eine Notwendigkeit dar. Denn grundlegend politische Veränderungen entstehen nur dadurch. Dankeschön. Tada. Vielen Dank, Simin Javabre. Ich war bisher sehr liberal, was die Zeitauslegung angeht. Darum bleibe ich liberal, sonst wäre es unfair. Team Contra, ihr seid dran. Okay, das ist jetzt ein echt harter Job. Also schau, ihr habt recht. Ja. Die Welt brennt, Armut und Ungleichheit werden immer größer, Kapitalismus dysfunktional, ist alles furchtbar, geht alles viel zu langsam, nichts passiert. Das ist wahr. Aber eure Lösung ist falsch. Was rechtfertigt die Revolution? Man braucht einen Systemsturz. Und für den, das geht nicht anders, Hans hat auf die Definition schon hingewiesen, braucht man Gewalt. Man stürzt. Und die ist nur gerechtfertigt, wenn man das bestehende System stürzt, damit es zu was Besserem wird. Und die einzigen wirklich erfolgreichen Revolutionen in der Vergangenheit haben es geschafft, dass diese Machtergreifung in die Demokratie mündet. Wo wollt ihr hin? Wir sind schon in der Demokratie. Ja, die denkt viel zu kurzfristig, man hat ständig Kompromisse, ist alles schlimm, muss sich viel verändern. Aber sie garantiert im Kern und explizit Schutz von Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Die schützt, dass wir hier in Ruhe offen streiten können. Sie schützt auch die Schwächeren. Wir sind ein Sozialstaat, wir haben Mitbestimmung. Ja, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie ungleich wir sind, wie wir die Welt zerstören, daran ist vieles schlecht. Aber nicht wegen der Demokratie, sondern trotz. Ihr sagt, wir machen Revolution und dann wird's besser. Wir werden teilen, wir werden retten. Die bessere Welt, in der die Probleme schnell und gut gelöst werden, ich glaube das nicht. Denn der Weg dahin funktioniert nicht und ist ein irrsinniges Risiko. Wenn man die Demokratie und die schützenden Strukturen niederreißt, muss man sehr genau wissen, dass es danach wirklich besser wird. Denn wir haben hier keinen Terrorstaat. Wir sind nicht in einer unterdrückenden Diktatur, auch wenn uns das rechte Spinner einreden wollen. Ihr wollt grundlegend die Verhältnisse ändern. Aber das heißt ein Umsturz. Und der bedeutet zumindest zeitweise das Recht des Stärkeren. Wer kann versprechen, dass nicht das passiert, was bei fast allen Revolutionen passiert? Dass am Ende sich die Stärksten die Macht nehmen und machen, was sie wollen. Wer garantiert, dass ihr das seid? Wer garantiert, wenn der Schutz der Demokratie wegfällt, dass meine Kinder, eure chronisch kranken Eltern und all die vielen Gruppen, um die sich jetzt auch schon niemand kümmert, dann wirklich besser geschützt sind? Und wer garantiert, dass in dem Moment, in dem das Recht des Stärkeren herrscht, nicht die sehr gut vorbereiteten, sehr gut vernetzten und sehr gewaltbereiten Rechten kommen, sich da reinsetzen und wir in einer Diktatur der Rechten landen? Wir haben irre viel zu verlieren, wenn die Demokratie umgestürzt wird. Zu viel. Wir haben keinen sicheren Weg, in eine andere Staatsform zu kommen. Es gibt keine realistische, überzeugende Alternative zur Demokratie. Demokratie ist unvollkommen, sie ist anstrengend, sie ist frustrierend, aber sie ist trotzdem die beste Staatsform, die es gibt. Und deswegen müssen wir es ohne Revolution hinkriegen. Das ist viel mühsamer als die schönen Visionen von der guten Welt. Aber das ist es wert.
Dankeschön. Ich hoffe, ich muss es nur einmal sagen, aber bitte spart euch die Zwischenrufe. Das ist unfair und respektlos. Und damit kommen wir zu... Danke erstmal, Alina Büchs. Und... damit kommen wir zu Wolfgang M. Schmidt, Team Pro. Wir erleben den Wahnsinn der Gleichzeitigkeit. Die Bundesregierung sucht nach Menschen im Ausland, die in Deutschland arbeiten sollen, und sie baut zugleich die Festung Europa auf, damit Menschen nicht zu uns kommen können. Ja, sie werden sogar zurück ins Meer geschubst. Wer das begreifen will, muss verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, muss diese Selektionsmechanismen des Kapitalismus und damit auch die Widersprüchlichkeit dieses Systems erkennen. Denn klar ist, hier geht es nicht um ein System, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern er ist zweitrangig, und wenn er Glück hat, wird er von diesem System gut bedacht, und wenn er Pech hat, dann versinkt er sogar auf offenem Meer. Der Kapitalismus muss in Frage gestellt werden, um die Demokratie zu retten, nicht um die Demokratie abzuschaffen. Das ist keine Revolution! Der Kapitalismus wird nicht nur in autokratischen Staaten immer autoritärer, sondern wir sehen es gerade an der Asylpolitik auch. Hierzulande wird er auch immer postdemokratischer, dieser Kapitalismus. Und wir erleben derzeit eine Reallohnverringerung wie 2008 nicht mehr. Und hier stimmt noch immer das alte Wort von Rosa Luxemburg: die Dividenden steigen und die Proletarier fallen. Und jetzt wird man natürlich gleich sagen, ja, wer ist heute das historische Subjekt? Wir sprechen nicht mehr von Proletariern. Müssen wir auch gar nicht. Aber alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sind ja davon betroffen und erleben es jeden Tag im eigenen Portemonnaie. Das Reich der Freiheit, sagt Marx, beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Wir sind aber ständig in diese äußere Zweckmäßigkeit eingehegt. Und die heißt Profitmaximierung und heißt nicht gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichten. Das wäre nämlich dann mehr Care-Arbeit, mehr Klimaschutz, all das. Mitunter, das sei zugegeben, gibt es hübsche Nebeneffekte beim Kapitalismus, dass auch mal was für die Care-Arbeit übrig bleibt oder auch mal was fürs Klima getan wird. Aber das ist immer nur der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist Profitmaximierung, und die wird dann auch erreicht, wenn man zum Beispiel eine solche Asylpolitik macht, wenn man eine solche nicht vorhandene Klimapolitik macht. Und hier gilt es tatsächlich zu erkennen, wie schaffen wir es, gesellschaftlich notwendige Arbeit anders zu organisieren? Und das heißt Vergesellschaftung der Produktionsmittel, um eine wahre Demokratisierung unserer Wirtschaft herzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang. Wolfgang war bisher der Pünktlichste. Gucken wir mal, was der Ökonom macht. Achim Truger, Team Contra. Hallo Berlin. Also beim Ziel, denke ich, sind wir uns alle einig. Es geht um die ganz großen Dinge. Klimaneutralität, Kampf gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit, das ist klar, das sind riesige Aufgaben. Da ist ganz viel schiefgegangen und deshalb muss ganz viel passieren und möglichst schnell. Geht das jetzt ohne Revolution? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Langfristig ist alles möglich, haben Sie also keine Angst vor kühnen und groß angelegten Vorhaben. Unsere Pläne sollten ruhig groß und bedeutsam sein. Mit der Zeit können wir alles erreichen. Aber wir müssen anhand eines langfristigen Programms arbeiten.
Das können wir uns ganz sicher leisten und noch vieles mehr. Alles, was wir tatsächlich zustande bringen, können wir uns leisten. Einmal geschaffen, ist es da. Nichts kann es uns wegnehmen. Das war John Maynard Keynes, der berühmte britische Ökonom, 1942 im Radio der BBC. Und da ging es auch um ganz Großes, um die großen Dinge. Wiederaufbau eines vom Krieg zerstörten Landes mit zerstörten Städten, Bau von bezahlbaren Wohnungen, Straßen, Infrastruktur, Fabriken für die zivile Produktion. Und Keynes hat noch einen draufgesetzt. Er meinte nämlich, wir brauchen Opernhäuser und Theater, lebendige Stadtzentren, Erholungsparks, alles das auch für die Arbeiterschaft. Und die Frage ist jetzt, hat er zur Revolution aufgerufen? Nein. Er vertraute auf gute Pläne und Ideen und darauf, dass die Menschen in der Demokratie das wollen und entsprechend wählen würden. Und es hat geklappt, und zwar überall ganz ähnlich in Westeuropa. Und deshalb glaube ich, das geht auch heute. Wir wissen doch, wie wir zum Beispiel Klimaneutralität erreichen können. Technisch gibt es die Lösungen doch längst, und es geht schrittweise ohne große ökonomische Schocks. Und es geht auch definitiv sozial gerecht. Das ist alles kein Hexenwerk. Die Instrumente sind ja alle längst entwickelt. Man muss wahnsinnig schnell jetzt die Erneuerbaren ausbauen. Man muss die Infrastruktur ausbauen. Man braucht einen CO2-Preis mit einer sozialen Kompensation. Man braucht Förderprogramme und man braucht auch klare Verbote, weil keiner SUV-Panzer mit 250 auf der Autobahn braucht. Das geht alles. Man braucht nur die entsprechenden Mehrheiten und dann können Politik, Menschen und die Wirtschaft das gemeinsam umsetzen. Und das kann auch viel mehr soziale Wirtschaft sein als kapitalistische. So, darum geht's. Und jetzt kann man fragen, gibt es denn nicht furchtbare Zielverfehlungen und gibt es nicht auch Rückschritte? Ja, die gibt's. Und die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes ist besonders ärgerlich. Aber es gibt auch Positivbeispiele. Fridays for Future hatte unglaublichen Einfluss. Die Politik musste sich bewegen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 die Politik verdonnert, die Klimaziele noch zu verschärfen. Die EU marschiert auch immer weiter. Und wenn das einmal im System verankert ist, entfaltet es eine ungeheure Wucht. Und zur sozialen Gerechtigkeit noch ein Punkt. Ich ärgere mich auch täglich, dass es nichts wird mit der Steuergesetzgebung. Aber es gibt zum Beispiel einen Mindestlohn. Und ausgerechnet eine CDU-geführte Regierung hat ihn eingeführt. Und die Ampel mit der FDP hat ihn kräftig erhöht. Davon profitieren Millionen Menschen. Und eine überwältigende Mehrheit ist dafür. Und die Arbeitgeberlobby hatte keine Chance. Deshalb, so geht das. Dafür müssen wir streiten. Wir sind näher dran, als wir glauben. Die Demokratie kann das, wir alle können das. Und die Revolution im radikalen Sinne würde es zerstören. Vielen Dank. Vielen Dank, Achim Truger. Das war die erste Runde, die Eingangsstatements. Jetzt kommt die zweite Runde. Wir trennen uns mal zwischenzeitlich vom Pult, weil ihr die Teams sehen sollt und sehen werdet. Beide Teams haben jetzt nacheinander jeweils 10 Minuten Zeit, euch vom Unsinn der anderen Seite zu überzeugen. Wie sie das machen, indem sie einfach Argumente vorbringen, warum die andere Seite Unrecht hat, indem sie die andere Seite befragt und die andere Seite muss darauf antworten. Kurz und knapp bitte, wenn nicht, werde ich einschreiten. Das kann ich gut. Und am Ende müssen sie euch überzeugen. 10 Minuten, Team Pro startet. Gut, dann beginne ich mal. Ich beginne damit, dass ich Keynes auch ziemlich geil finde. Ah, pass auf, warte mal. Das Ding ist, was Keynes damals auch vorhergesagt hatte, war eine Arbeitswoche von 15 Stunden. Irgendwie sind wir da nicht ganz so heutzutage. Und auch der weitere Punkt, den du gerade gemacht hast, Achim, technisch gibt es die Möglichkeiten, die Lösungen, weiß ich jetzt nicht. Also ehrlich gesagt, alle Studien, die ich kenne, alle Metastudien, die ich kenne, alles vom IPCC, alles vom Club of Rome, alles von Menschen, die sich wirklich damit dezidiert auseinandersetzen, Hunderte, Tausende Studien, die sagen, es ist nicht technisch möglich. Wir können nicht im Rahmen des Kapitalismus so viel CO2 einsparen, wie es nötig ist. Wir hatten gehört eingangs, revolutionäre Romantik wäre das, was wir jetzt hier zelebrieren würden. Ich glaube, es ist romantisch, naiv und auch ehrlich gesagt abstrus davon zu reden, dass wir das jetzt so hinbekommen, dass wir einfach so weitermachen können. Das ist für mich das Problem. Uns steht das Wasser Oberkante Unterlippe.
So, Risiko ist jetzt und nicht Revolution. Gewalt, sorry, aber das ist jetzt und nicht mit Revolution. Ungleichheit ist jetzt. Momentan besitzen nur noch 2 Familien mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte. Entschuldigung. Ja, kann man von umfallen. So, momentan besitzen nur noch 2 Familien mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, also als 42 Millionen Menschen. Und das hat System. Und genau deswegen müssen wir dieses System jetzt aufbrechen. Ich finde es eine grauenvolle Absurdität, einer revolutionären Position mit der Gewaltfrage zu begegnen, die aber immer, finde ich, sehr deutlich macht, wie sehr wir unseren eigenen Takt eigentlich gar nicht mehr hören. Und was meine ich damit? Stirbt nicht alle 14 Minuten ein Mensch durch eine deutsche Waffe auf dieser Welt? Verhungert nicht alle 3 Sekunden ein Kind? Und das, obwohl wir genug hätten bei gerechter Verteilung, werden nicht tausende Menschen im Mittelmeer ermordet durch ein organisiertes, orchestriertes Sterben lassen. Hat es nicht im letzten Jahr alleine 238 Kriege gegeben. Im Sekundenschlag sterben Menschen durch dieses System. Tack, 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 tack. Dieses System basiert auf Gewalt und braucht sie. Und eine revolutionäre Position ist die Position, die das ernst nimmt und dem ein Ende setzt. Revolution heißt den Todestakt brechen, Gewalt beenden. Wir haben alle Spielräume, die uns eine Demokratie im Kapitalismus, das wurde nicht gesagt, bietet. Wir haben die genutzt. Wir haben Menschenrechte. Wir haben den IPCC-Bericht, den Klimarat, Pariser Abkommen. Trotzdem werden diese Menschen organisiert sterben gelassen. Trotzdem ist die Klimakrise da. Warum? Weil diese Mittel uns nicht weiterhelfen, wenn eben Wohlstand abgesichert werden soll und Profite vermehrt werden sollen. Da können wir den nächsten Rat gründen, wir können die nächsten Regeln und Rechte festhalten. Schön und gut, aber wofür, wenn es in der Realität keine Bedeutung hat? Hier kollidieren grundsätzliche Interessen. Und damit meine ich, dass sich ein Widerspruch daraus ergibt, dass wenige den Besitz haben und andere, um ihr reines Überleben abzusichern, sich in die Abhängigkeit der Lohnarbeit geben müssen. Wenn wir ein Leben in Würde leben wollen, wenn wir es mit der Demokratie ernst meinen wollen, wie es aufkam, dann brauchen wir auch eine Demokratisierung der Wirtschaft. Bitte? Wir müssen wieder Statement mehr machen. Denn gerade wird nicht nach unseren Bedürfnissen regiert. Gerade wird nach den Bedürfnissen des Kapitals regiert. Und was heißt das? Wir backen kein Brot, um es zu essen. Wir backen Brot, um es zu verkaufen. Deswegen braucht es nicht nur Umverteilungen, sondern eine Vergesellschaftung der Produktion, damit wir rundum entscheiden können, was wir brauchen und wollen, um überleben zu können, aber auch, um uns den schönen Dingen im Leben wieder widmen zu können, weil dann nämlich unsere Existenz abgesichert ist. Das bedeutet genauso Perspektive für unser Leben. Fünf Minuten sind vorbei. Wie wir gesagt, ihr könnt die andere Seite auch befragen. Ne? Das Reich der Freiheit mal, nämlich für uns alle. Ich habe da eine direkte Frage an Hans mit, bitte um eine kurze Antwort. Du warst etwas verwundert, jetzt eben das historische Subjekt im Saal zu suchen. Warum glaubst du, das historische Subjekt ist nicht da, wo doch ein Großteil der Menschen auch in Deutschland, egal wie viel sie jetzt verdienen, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und das bedeutet auch, dass sie über diese Zeit nicht frei verfügen können, dass sie also in Sachzwänge eingebunden sind, die systemischer Natur sind und diese Leute sind doch erreichbar. Das sind Menschen, die jeden Tag arbeiten für einen Profit, einen Mehrwert erwirtschaften, den sie aber gar nicht bekommen, sondern der Kapitalist. Ich bitte dann doch korrekt zu zitieren. Ich habe nicht nach dem historischen Subjekt hier im Saal gesucht,
sondern ich habe gesagt, Revolution braucht, wenn man den Begriff der sozialen und politischen Revolution auch nur halbwegs ernst nimmt, braucht ein revolutionäres Subjekt. Ein revolutionäres Subjekt. Das kann eine spontane, breite Massenerhebung sein. Es kann, haben wir auch erlebt, Stellvertreterrevolution sein. Es kann Avantgarde sein, die sagt, wir sind die Repräsentanten des revolutionären Subjekts. Ist alles möglich, muss aber definiert werden. Nur ohne revolutionäres Subjekt gibt es keine Revolution als historischen, realen Prozess. Und ich frage, wo ist in diesem Deutschland hier das revolutionäre Subjekt, das nicht nur in der theoretischen Analyse potenziell eins ist, sondern das sich auch als solches erkennt und definiert und handelt, sonst gäbe es nämlich gar keine Revolution. Im Moment gehen die Leute eher auf die Barrikaden, wenn ihnen eine Wärmepumpe zugemutet wird. Und das ist eher Konterrevolution, nein, konterrevolutionäres Subjekt als revolutionäres Subjekt. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, immer wegzuschauen, wenn sich wirklich etwas tut. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir wegschauen, wenn beispielsweise Gewerkschaften gemeinsam mit Fridays for Future demonstrieren. Und da sind Leute von der IG Metall dabei, die plötzlich auch sagen, so kann es nicht weitergehen mit den Wirtschaften. Richtig, wir haben richtig, eine allgemeine Stimmung dafür, dass weniger gearbeitet wird. Alle ja. Menschen haben Probleme damit, dass sie zu viel arbeiten. Bei den einen sind es Mental Health Probleme, bei den anderen ist es einfach Erschöpfung. Und da sehen wir doch gerade, dass die Gewerkschaften einen unglaublichen Zulauf haben. Und das ist doch ein deutliches Zeichen dafür, dass da sich ganz viele revolutionäre Subjekte verbinden zu einem gemeinsamen Kampf für ein Reich der Freiheit, das am Ende natürlich darin liegen muss, dass man das gesellschaftlich Notwendige produziert und nicht das, was den Profit am meisten steigert. Ihr habt noch 2 Minuten. Nee. Und Hans, okay, naja. Ihr kommt gleich. Hans, ja, eure 10 Minuten kommen gleich. Sie haben noch 2 Minuten. Er hat mich nur so angeguckt. Nein. Nur weil er dich anguckt. Bitte. Es kam noch eben gerade auf, ihr wisst ja gar nicht, was ihr eigentlich wollt. Ihr wollt einfach nur Revolution. Wir wissen ganz genau, was wir wollen. Wir wollen mehr Demokratie. Genau darum geht es ja. Momentan wird sie immer weiter ausgehöhlt. Was wir schaffen müssen, ist Demokratie als mehr zu verstehen, als einfach nur alle 4 Jahre mal brav zur Wahl gehen oder eben halt auch immer weniger, wenn man sich nicht mehr repräsentiert fühlt. Worum es auch geht, dazu würde ich gleich was sagen. Worum es auch geht, ist, neue Räume überhaupt abzustecken, dass wir auch gefragt werden, finden wir es eigentlich geil, dass es Privatjets und Megajachten und Megavillen gibt, oder ist das vielleicht unsere gemeinsame Atmosphäre, die hier gerade gefickt wird? Was wir auch uns überlegen sollten, finden wir es eigentlich in Ordnung, dass immer weiter gespart wird, oder finden wir vielleicht, dass doch Kinderarbeit eine Priorität bekommen sollte? Und letzter Punkt, einfach weil es meine Herzensangelegenheit ist, für Armut haben wir komischerweise eine Definition. Wenn wir über Reichtum reden, nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach mal darüber anfangen nachzudenken, ab wann zu viel Reichtum zu viel ist. Ein letztes. Gut. Das waren die 10 Minuten von Team Pro. Jetzt kommt Team Contra. Und bevor es da bei denen losgeht, ich habe natürlich eins vergessen. Hans und Achim brauchen Kekse. Sorry. Damit ihr nicht vom Stuhl fallt. Ja, und damit sind wir nicht bestechlich. Aber euch gehört die Bühne, 10 Minuten ab jetzt. Ja, ich fange an. Erstens, Thilo hat gesagt, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, euch vom Unsinn der anderen Seite zu überzeugen. Will ich nicht. Ich habe viel zu viel Respekt vor den Positionen, vor dem Engagement, vor der Zielsetzung von Simit, von Martina, von Wolfgang. Das ist kein Unsinn, was die sagen. Es ist vor allem kein Unsinn in der Benennung der Mängel, die diese globale kapitalistische Gesellschaft hat. So, die Analyse trifft in vieler Hinsicht zu. Und deswegen ist die große Frage, und darüber streiten wir, wie sieht der Prozess aus,
der diese herrschenden Verhältnisse verändert. Und da taugt der Revolutionsbegriff, so wie ihr ihn verwendet, nach meiner Auffassung nicht. Geradezu grotesk wurde das eben, Wolfgang, Entschuldigung, dass ich sage grotesk, als du sagtest, revolutionäres Subjekt, ja, wir haben doch die Gewerkschaften, die Zulauf haben und wir haben Fridays for Future. Das sind nun gerade die Kräfte, die der entschiedene Reformist Achim Truger für eine reformistische, nicht revolutionäre Strategie reklamiert hat. Also wenn du die jetzt auf einmal als revolutionäres Subjekt benennen willst, dann machen wir mal eine Umfrage unter Gewerkschaftern. Wie viele von denen würden sich als Revolutionäre identifizieren? Ich glaube nicht die Mehrheit. Das ist die Verwässerung der Begriffe. Und da möchte ich noch eine zweite Sache aufklären, beziehungsweise richtigstellen. Simon, ich weiß ja nicht, wo du gehört hast, dass ich gesagt hätte, Revolution sei eine Angelegenheit eigener Präferenz. Bullshit. Habe ich weder gesagt noch gedacht. Wo hast du das gehört? Warum wirfst du mir das vor? Und wo, Martina, hast du gehört, dass ich euch revolutionäre Romantik vorgeworfen hätte? Hab ich nicht. Ihr unterstellt uns hier Sachen, die wir nicht gesagt haben. Das ist mit Verlaub kein besonders redlicher Diskurs. Möchtest du darauf antworten haben oder nicht? Ist einfach so. Eine Sache, die ich im Kernpunkt benennen würde. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie mit relativ freiheitlichen Möglichkeiten der Wahl, der Parteienbildung, der Listenbildung. All die Positionen, die ihr hier politisch vertretet, als inhaltliche Positionen, können zur Wahl gestellt werden. Warum passiert es nicht? Wo sind die Parteien, die das fordern? Wo sind die Menschen, die sagen, das wählen wir? Guckt auf die Wahlzettel der letzten Bundes- und Landtagswahlen. Es gibt revolutionäre Parteien, ja, ja. Wie viel tausend Stimmen kriegen die denn bei 60 Millionen Wählern? Das revolutionäre Subjekt, das sich seiner selbst bewusst sein muss, um als solches zu wirken, kann sich in unserer parlamentarischen Demokratie organisieren, zu Wort melden und politische Positionen übernehmen. Die Tatsache, dass das nicht stattfindet, bedeutet, dass zu sagen, ja, aber das revolutionäre Subjekt ist doch da, das ist sozusagen wie ein bisschen wie die Comicfiguren, die durch die Luft gehen, weil sie gar nicht merken, dass ihnen der Boden unter den Füßen fehlt. Ihr habt noch 6 Minuten. Dann mache ich es kurz, damit ihr gleich nochmal antworten könnt und ergänze nur ganz kurz. Kapitalismus zur Rettung der Demokratie oder grundlegende Veränderungen oder teilen und retten. Ihr wollt keine Revolution, ihr wollt eine Reform. Und nein. Da sind wir uns absolut einig. Nein. 100%. Nein, sind wir nicht. Und Moment, ihr seid nicht dran. Die zwei Sätze kriege ich noch. Und dann hat mich Simit aber doch ein bisschen erstaunt, weil du gesprochen hast von Gewalt gegen Gewalt. Und ich finde das Abtun dessen, was passieren kann, wenn man tatsächlich die Schutzmechanismen, die wir gegenwärtig haben, und von der strukturellen Gewalt, von der du gesprochen hast, bin ich ganz bei dir, würde ich dir nie widersprechen. Aber wie man das in einer Art und Weise ändern möchte, ohne dass man zu viele Menschen von den 80 Millionen, die das ja betrifft, tatsächlich irgendwie an Gewalt verliert, das müsst ihr mir noch erklären. Und das Letzte und Dritte ist, und das ist was, was Hans auch schon gesagt hat, ich sag's noch mal ein bisschen pointierter. Ihr wisst offensichtlich, was schlimm ist. Aber ihr wisst offensichtlich auch, was ihr euch vorstellt, eure Revolution, Reform, eure Revolution. Aber ihr wisst es für alle anderen mit. Wie wollt ihr das erklären? Wie wollt ihr das sichern in einer Welt, in der linke Parteien 5% kriegen, rechtsradikale Parteien an die 20% und die Mitte vor sich hin schlackert. Ihr habt keine Mehrheiten. Wie schafft ihr sie? Sollen Sie darauf antworten? Bitte. Pointiert und präzise.
Eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel wirft die gesamte Eigentumsordnung über Bord. Wenn das keine Revolution ist, dann weiß ich es nicht. Wir kommen ja nicht mal mit 3% Vermögensteuer sonst weiter. Und Vonovia! Es ist eine Revolution, nicht weil wir irgendetwas tieren, sondern wenn sich in den Betrieben plötzlich eine demokratische Organisation der Produktion einstellt, dann ist das eine Demokratie und eine Wirtschaft der vielen für die vielen. Ja. Im Gegensatz zur Reform, um das nochmal aufzubringen, wird die Revolution eben nicht von oben diktiert. Deswegen stehen wir nicht irgendwie draußen mit der Mistgabel und sagen, so Leute, so funktioniert das jetzt, jetzt geht's los, sondern unser Wissen zieht sich aus den Kämpfen, in denen wir mit aktiv sind. Und was wir aktuell sehen, ist zum Beispiel, dass es an vielen Orten der Welt, einfach nur um zwei Beispiele an dieser Stelle zu nennen, im Juni 2021 haben in Florenz zum Beispiel ArbeiterInnen die Fabrik des Automobilherstellers GKN besetzt. Sie haben die Fabrik unter ihre Kontrolle gebracht. Sie wollen sie demokratisch regulieren und sie machen das auch noch zusammen mit Klimaaktivistinnen. Ein ähnliches Beispiel können wir auch in Argentinien beobachten. Die Revolution, die ist zum Teil da. Wir müssen das auf eine größere Ebene bringen. Achim. Ja, also mein Eindruck ist tatsächlich, dass, wie meine Kolleginnen schon gesagt haben, der Revolutionsbegriff nicht so richtig klar ist. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich alle ziemlich radikale Änderungen wollen. Und ich habe nicht mal das Gefühl, dass wir uns beim Weg so uneinig sind, wenn ihr zum Beispiel Fridays for Future nennt, wenn ihr die Gewerkschaften nennt, wenn ihr Demonstrationen nennt, all diese Dinge, wenn ihr betriebliche Mitbestimmung nennt. Das sind ja alles Dinge, die im ganz normalen Rahmen laufen. Das kann man dann Revolutionen nennen, weil sich viel ändert. Aber Tatsache ist es doch eine Reform im gegebenen System und das kann funktionieren. Ich will nochmal auf die Punkte eingehen, jetzt, die ihr genannt habt. Martina, du hast gesagt, Keynes hat auch gesagt Arbeitszeitverkürzung. Ja, hat er. Das war eine der ziemlichen Fehlprognosen, muss man sagen, wobei es hat schon welche gegeben. Aber ich meine, was führen wir denn im Augenblick für Debatten? Wir führen doch gerade die Debatte, dass viele junge Menschen weniger arbeiten wollen. Eine Work-Life-Balance ist der neue Begriff. Gewerkschaften schließen schon machen Tarifabschlüsse, mit Arbeitszeitverkürzung und verzichten dafür dann sogar auf Lohnsteigerungen. Also weil das einfach von der Balance her geht. Viele Frauen wollen mehr arbeiten. Männer könnten durchaus geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ein bisschen weniger arbeiten. Da hätten wir ein Normalarbeitsverhältnis, wo alle Menschen weniger arbeiten, im Schnitt das Normalarbeitsverhältnis weniger ist. Das kann man alles machen. Wir haben eine betriebliche Mitbestimmung. Die kann man ausbauen. Wenn es um Vergesellschaftung der Produktionsmittel geht, ich glaube tatsächlich, also diese sozialistischen Experimente mit Planwirtschaft sind jetzt nicht so richtig gut gelungen. Das kann man schon sehen, was da alles verrottet ist. Die haben es auch mit dem Klima nicht besonders gut hinbekommen oder mit der Umweltverschmutzung. Mein Punkt wäre, man kann doch auf dem Reformweg das alles wunderbar hinbekommen. Man kann die Wirtschaftsdemokratie stärken. Es gibt Rekommunalisierung. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen das Schreckgespenst Neoliberalismus, wie er von 1980 bis vielleicht zur Finanzkrise vorherrschte, Privatisierung, Deregulierung, Sozialabbau und so weiter. Ich glaube, die Phase ist vorbei, es geht wieder in die andere Richtung und das muss jetzt richtig Schub bekommen und das kann es auch. Und wenn man sich anschaut, was in Österreich passiert, Babler jetzt von der SPÖ, was hat der da für eine Rede gehalten, was hat der die Leute mitgerissen und was hat der im Programm? Das ist wirklich ein Programm, das ziemlich ähnlich dem ist, was ihr erzählt. Jetzt müssen dann nur noch gewählt werden. Also warum soll das nicht funktionieren? Das ist, was wir die ganze Zeit tun, weil wir die letzten Jahre auf der Straße standen für den Volksentscheid. Und Berlin hat sich für den Volksentscheid entschieden. Und er wird trotzdem nicht umgesetzt. Wir können... Ja, der Volksentscheid wurde aber verloren. Demokratisch verloren. Er wurde verloren. Ihr wurde gerade unterbrochen. Letztes Wort? Ja. 3 Sekunden, weil die auch 3 Sekunden überzogen haben. Ja, ja, natürlich immer. Das letzte Beispiel, ja, Volksentscheid. Es gab den Volksentscheid, er wurde nicht umgesetzt, er wird nicht umgesetzt, weil es in demokratischen Wahlen eine Mehrheit dagegen gab und gibt. Das ist Tatsache
Das ist scheiße, es ist falsch. Natürlich wäre die Enteignung der Vonovia und anderer richtig gewesen, aber wenn die in einer demokratischen Wahl eine Mehrheit, die sich frei artikulieren kann, dies nicht für diesen Zweck tut, woher nehmt ihr denn dann die Hoffnung, dass die Revolution das macht? Ja. Woher sollen diese Revolutionäre denn dann kommen, ja, wenn die noch nicht mal das geringere Risiko der demokratischen Wahl nutzen? Mhm. Vielen Dank. Hans, es gab beim Volksentscheid eine Mehrheit des, ja, Volkes, aber? Ja, und ich habe gesagt, sie wird politisch nicht umgesetzt, weil bei Wahlen Parteien gewählt haben, wurden, mehrheitlich, die das nicht wollen. Nichts anderes habe ich gesagt. Genau, das sind zwei konträre Interessen, die sich entgegenstehen an der Stelle. Weswegen, okay. Das war die zweite Runde. Oh, da. Jetzt seid ihr dran. Ach Gott. Aus technischen, limitierten Gründen müsst ihr leider runterkommen. Und zwar dahin, wo Nahayat gerade steht, unsere neue Redakteurin bei Jung und Naiv. Naja, winkt doch mal. Und ist ihr Mikro an? Hallo, hallo. Ja. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, euch kurz und präzise an die Pro- oder Contra-Teams zu wenden. Bitte seid fair, lasst so viele wie möglich. Ihr müsst, wenn ihr von oben vom Rang kommt, bitte runterkommen auf die Seite. Stellt euch an und ich hoffe, ich gebe euch jetzt 20 Minuten Zeit. Sag mal, wenn du ready bist. Und falls ihr nicht präzise fragt oder eigene Statements macht, ich will keine Statements, ich will Fragen an die Teams. 20 Minuten Zeit, ab jetzt. Ich halte schon das. Ready? Ready. Ja? Hallo, ich bin Niki Drakos von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, die wir gegründet haben, um genau alle diese revolutionären Inhalte auf den Wahlzettel zu bringen. Komm zur Frage, bitte. Und meine Frage ist an, ich würde gerne Simin eine Antwort darauf geben lassen. Vielleicht kannst du zur Rolle der Polizei in der Aufrechterhaltung der bestehenden Systeme was sagen? Simin, kurz und präzise. Kurz und präzise, okay, wenn wir in die Geschichte der Polizei sehen, dann sehen wir, dass die Polizei mit einer besonderen Funktionalität ausgestattet ist und das ist vor allem, dieses System aufrechtzuerhalten. Das heißt, in der Geschichte des Kapitalismus war sie damit beaufständigt, zum Beispiel BäuerInnen von ihrem Land zu vertreiben etc., die Steuern einzutreiben, aber auch sogenannte Landstreicherei zu unterbinden, damit sozusagen alle an ihrem neuen für den System notwendigen Platz bleiben. Und diese Funktion sehen wir auch bis heute, wenn sie zum Beispiel linken Protest niederschlägt zur Verteidigung dieser Ordnung, aber zum Beispiel auch, wenn sie ein leerstehendes Haus beschützt und es von seiner eigentlichen Funktion, nämlich dass Menschen da drin wohnen, abhält, um eben Eigentum zu schützen. Und die Frage ist insofern spannend, als dass das Stichwort der DDR ja schon aufkam. Und ich persönlich beschäftige mich gerne mit der Polizei und mit strafenden Regimen, weil ich glaube, dass die Bewegung, die wir heute praktizieren, auch immer das ist, was wir fürs Morgen setzen. Das heißt, die Praktiken, die wir im Miteinander haben, wie wir uns selbst demokratisch regulieren wollen zum Beispiel, wie wir selbst den Umgang miteinander pflegen, wer wie reden darf, auf wessen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird, dass das auch die Zukunft von morgen mitsetzt. Und deswegen sind solche Zugänge, wie sie zum Beispiel auch von schwarzen Feministinnen vor allem mit verlautbart wurden, wie wir uns nämlich ohne diese strafenden Institutionen regulieren können, so unglaublich wichtig für eine revolutionäre Perspektive. Danke für die Frage. Ich möchte trotzdem darum bitten, ihr seht, es gibt eine Menge Fragen, wirklich so präzise und kurz wie möglich, aber auch die Fragen. Okay, nächste Frage. Ich bin gar nicht für Revolution und trotzdem muss ich mir die Frage stellen. Was ist deine stellen. Frage? Ja, nein, sorry. Keine Statements, bitte keine Statements okay. zu fragen. Laut der IPCC haben wir noch ungefähr 7 Jahre, um die Klimakatastrophe abzubrechen. Und wir im Westen sind ja größtenteils daran schuld.
Und ich stelle mir die Frage, wie wichtig ist unser demokratisches System am Ende, wenn wir dadurch Milliarden von Menschen umbringen? Oder glauben wir, dass wir in 7 Jahren hier noch auf netto null runterkommen? An wen stellst du die Frage? Contra? An Contra, bitte. Gut. Ja, da stelle ich einfach die Gegenfrage. Du sollst Antworten geben. Ja, die Antwort liegt in der Gegenfrage. Wie und wer sorgt dann dafür, dass gegen die Mehrheit des demokratischen Systems diese andere Politik gemacht wird? Wer ist das? Wer soll das sein? Ich sehe den einzigen Weg in der Möglichkeit, mehr und mehr Menschen dafür zu gewinnen, dass sie einsehen, wie dringlich diese Veränderung, die Bekämpfung des Klimawandels, die Klimaneutralität ist. Möglicherweise brauchen wir dazu auch revolutionäre Prozesse. Die werden aber vermutlich nicht aus unserem Land, aus unserer Gesellschaft kommen, sondern von den tatsächlich bedrohten und noch sehr viel mehr bedrohten Regionen der Welt, aus Bangladesch, aus den Südseestaaten, aus Südamerika. Von daher wird es vielleicht kommen. Wir müssen aber darauf vorbereitet sein, dass wir mit unseren Mitteln, mit unseren Mehrheiten erkennen die Notwendigkeit. Wenn die Notwendigkeit nicht erkannt wird, dann können wir keine Revolution machen. Auch für euch, kurz und präzise, kürzer bitte. Ja. Nächster. Ja, hallo. An wen richtet sich deine Frage und was ist die Frage? Ja, also für mich geht es hier um Macht. Deswegen die Frage, vor allem an die Kontraseite, wie schafft es ein System, Macht umzuverteilen, obwohl die Macht nämlich durch Kapital bei denen liegt, die sie für sich erhalten wollen? Das ist ja des Pudels Kern, ne? Das ist eine sehr geile Frage. Vielen Dank. Ich antworte mit dem wunderbaren Buch von Herrn Scheible, das vielleicht einige kennen, Demokratie im Feuer, der zur Frage vorher im Übrigen auch sagt, nur die Demokratie kann das Klima retten. Alle anderen Systeme werden das nicht schaffen. Und man kann Macht neu justieren und umverteilen, auch in einem demokratischen System. Wir können das Verfassungsrecht erweitern. Jens Kersten hat ein tolles Buch geschrieben über das ökologische Verfassungsrecht, über die ökologische Verfassung. Wir können Wahlrechtsreform machen, weil wir eine demografische Entwicklung haben, die bedeutet, dass die junge Generation natürlich immer stärker ins Hintertreffen gerät. Bürgerräte kennen alle, Labore kennen alle. Wir können sehr intensiv, der nennt das revolutionären Reformismus, ans Verhalten ran. Wir können, wenn wir so Dinge können, wie die Schuldenbremse in die Verfassung schreiben, dann können wir alle möglichen Klimainstrumente ebenfalls in die Verfassung mit aufnehmen. Und das ist eine Neujustierung von Macht. Vielen Dank. Danke. Weiter geht's. Eine Frage an die Pro-Seite. Nach eurer Auffassung, wie ist eine Revolution innerhalb einer Demokratie möglich, ohne die Demokratie zu gefährden? Danke. Das ist möglich, weil wir schon ganz viel institutionelle Möglichkeiten geschaffen haben, die demokratisch organisiert sind. Gewerkschaften, es sind aktivistische Gruppen, all die arbeiten schon ganz basisdemokratisch. Das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas aufzuoktroyieren, sondern es geht darum, tatsächlich die Menschen zu erreichen und sie mitzunehmen. Und natürlich darf es nie so sein, dass man einfach nur diktiert. Denn dann hat man vielleicht den Kapitalismus abgeschafft, aber zugleich auch die Freiheit. Das möchte man nicht. Man sollte, wenn man über Kapitalismus und Demokratie spricht, eigentlich diesen Satz von der Hollywood-Diva Zsa-Zsa Gabor beherzigen. Die sagte einmal, sie war 8-mal verheiratet, ich habe einen Mann nie so sehr gehasst, dass ich ihm seine Juwelen zurückgegeben hätte. Und wir sollten den Kapitalismus auch nicht so sehr hassen, dass wir ihm auch gleichzeitig noch die Demokratie hinterherwerfen. Nein, die Demokratie, die nice. Müssen wir uns wieder aneignen. Es wird hitziger. 7 Minuten sind schon vorbei, weiter geht's. So, ich habe eine Frage an die Kontraseite. Und zwar wurde ganz viel von dem revolutionären Subjekt gesprochen. Und ich finde, das wirft eher die Frage auf nach der Durchführbarkeit und nicht nach der Notwendigkeit einer Revolution. Und das hängt ja vom Thema ab. Hier wird ja gesagt, es muss die Notwendigkeit einer Revolution anerkannt werden, indem man aber nur von dem revolutionären Subjekt, was offensichtlich nicht da ist, wird von dieser Frage eben abgelenkt.
Und die Notwendigkeit, würde man die Argumente der Gegenposition ernst nehmen, würde man ja sagen, alle stimmen ja darin überein, man erkennt die Notwendigkeit, es wird nur nicht durchgeführt. Und ja, ich finde, das wird einfach nicht so ernst genommen. Und da würde ich gerne fragen. Ja. Also nochmal sowas. Darauf kann man schon antworten. Bitte kurz. Vielleicht sogar kürzer als seine Frage. Ja. Ja. Sicherlich. Wenn du sagst, ja, hier wird ja nicht über die Notwendigkeit, sondern über die Durchführbarkeit der Revolution gesprochen und das sei die Sache nicht ernst nehmen, ich weise dich darauf hin, dass ich hier mit exakt diesem Gedanken Karl Marx zitiert habe. Wenn du ihm vorwerfen möchtest, dass er die Revolution nicht ernst nimmt, dann ist das eine ganz neue Sichtweise. Hallo. Ja, ich habe auch eine Frage an die... Nayat, wenn Frauen Fragen stellen, ist das auch okay? Ja, ich weiß. Also ich suche nach den Frauen. Also sind eigentlich mehr Männer, aber... Nächste Frage. Kein Statement. Ja, meine Frage geht auch an die Kontraseite. Und zwar, wie schaffen wir es ohne Revolution, diese Macht eben zum Beispiel auch zu VertreterInnen von uns allen zu geben und eben nicht nur an... zum Beispiel die Verwaltungen, die immer noch unglaublich konservativ sind, die dann eben diese Macht an sich reißen oder Konzerne, die auch versuchen, die Macht zu halten. Wie schaffen wir es ohne Revolution, das alles zu verändern, was wir verändern wollen? Ja, also mit der Verwaltung sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Die Verwaltung hat sehr viel Macht und kann sehr viel Gutes tun, aber boykottiert auch vieles. Aber was machst du, wenn du eine Revolution hast und die austauschst? Da ist das ganze institutionelle Wissen weg, du brauchst die nach. Und deshalb ist es so, man muss die Verwaltung reformieren, man muss es ändern. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn es von oben, von der entsprechenden Regierung, die klaren Ansagen gibt in dem Rahmen, dann machen die ganz viel. Ich habe das selbst erlebt beim Atomausstieg nach Fukushima, wie plötzlich Dinge gingen, was alles angeblich nicht möglich war. Aber da war es klar, es gab so eine gesellschaftliche Macht dahinter und eine konservative Regierung, die das durchgepusht hat. Und dann plötzlich lief das. Aber sozusagen die Verwaltung auszutauschen, dann geht gar nichts mehr. Die Revolution läuft da ins Leere, das funktioniert nicht. Die ersten 10 Minuten sind vorbei, weiter geht's. Hi, meine Frage richtet sich an das Team Pro. Was unterscheidet eure Revolution und euer Wording von der Forderung der AfD, die ja auch gerne eine Revolution von unten gegen die Elite will und ein anderes System will, in der man mehr macht, als alle 4 Jahre zu wählen? Also ganz konkret, wie verhindert ihr, dass eure Revolution ihre Kinder frisst? Naja, die AfD ist halt scheiße rechts, ne? So, und das, was wir halt fordern oder das, was wir uns auch einfach wünschen, das ist ja eben eine komplett andere Form des Wirtschaftens, eine andere Form des demokratischen Zusammenlebens, wo es um die Inklusion und nicht um die Exklusion geht. Ist das kurz genug? Nächste Frage, bitte. Frage an das Pro-Team. Was hält uns gerade aktuell ab, Arbeit und Wirtschaft genossenschaftlich zu organisieren, wie das gerade Klaus Wieselski zum Beispiel gemacht hat, was ja im jetzigen System ohne Revolution geht? Was hält uns davon ab? Wir verstehen dich nicht so gut durch den Ton. Kannst du ein bisschen langsamer reden? Ja, natürlich. Was hält uns im jetzigen System davon ab, wie es zum Beispiel Klaus Wieselski gemacht hat, Arbeit und Wirtschaft genossenschaftlich zu organisieren, was ja im jetzigen System schon geht? Warum machen wir es nicht? Das machen wir deshalb nicht, weil wir klare Machtinteressen vertreten haben in der Politik und die liegen beim Kapital. Und wir sehen ja, es gibt die ein oder anderen Erfolge auch. Da hat Achim Truger ja ganz recht. Nur wenn es dann tatsächlich einmal ein paar größere Lohnforderungen gibt, wenn man ein bisschen mehr Freizeit dann haben will als nur irgendwann mal noch einen Feiertag, dann springt ja sofort das Kapital auf und verhindert das und findet dann auch in der Politik genügend Leute, die das entsprechend verunmöglichen. Und da sehen wir, dass diese Reformen, die es geben kann und die auch wünschenswert sind, ganz schnell an ihre Grenzen geraten, da wo die Klassengegensätze plötzlich transparent werden und aufeinanderprallen. Weiter geht's.
Hallo, meine Frage richtet sich an alle, die auf der Bühne stehen. Nein, du musst auf eine Seite die Frage. Okay, gern. Dann gehe ich gerne auf die Kontraseite über. Die Frage wäre auch an dich gewesen, Thilo. Ich weiß, dass ich mich jetzt mit dieser Frage ein bisschen unbeliebt mache. Und zwar geht es darum, um ein gewisses Thema. Wir alle sind uns darauf einig, dass die Klimakatastrophe das größte Problem ist, das wir zu bewältigen haben. Warum wird im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Debatte nie darüber gesprochen, dass wir versuchen, die Gesellschaft vielleicht einen Tick veganer zu machen? Das hat jetzt mit der Revolution zu tun. Ja, weil ich meine gerade was die Revolution... Du hast eine Frage gestellt. Okay. Möchtet darauf antworten? Wie steht ihr zu dem Thema? Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, weil ich den Eindruck habe, das ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Ernährung ist einer der Grundpfeiler, die wir unbedingt ändern müssen. Und natürlich müssen wir den Fleischkonsum reduzieren. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass sehr viel und sehr intensiv medial in den letzten Jahren verhandelt wird darüber, wie man weniger Fleisch essen kann, warum man das tun sollte, warum man Vegetarier oder Veganer werden sollte. Und in den letzten 20 Jahren ist das Angebot, also das Lebenspraktische, was man hat, explodiert. Ich weiß, das wisst ihr alle nicht, weil ihr so jung seid, aber vor 20 Jahren im Supermarkt, also da gab's nichts Veganes. Guck dich mal heute um. Weiter geht's. Hallo, meine Frage an Hans bezüglich seines Eingangsstatements mit den existenzialistischen Risiken eines Revolutionärs. Bei einer imaginären Situation, Palast voll mit Mistgabeln gegen Berliner Einsatzhundertschaft, sind die gegeben. Ja, ganz eindeutig. Aber setzt das bitte mal in Vergleich zu den existenziellen Risiken der Menschen, die flüchten, die im Mittelmeer ertrinken, die beim Klimawandel verhungern, verdursten und sonst wie weiter auch immer. Ja, danke, dass du beim zweiten Mal existenzielle Risiken und nicht existenzialistische Risiken, die sind es nicht. Nein, Menschen, die vor Krieg, vor Hungersnot, vor Bürgerkrieg fliehen und dabei existenzielle Risiken in Kauf nehmen, um irgendwie ihr Leben zu retten, vor denen habe ich den allergrößten Respekt und sie haben jedes Recht, das zu tun. Und es ist eine unglaubliche Sauerei, was die EU mit der Zustimmung Deutschlands in Luxemburg beschlossen hat. Jawohl. Das ist, wenn wir schon in den Begriffen sprechen, dann ist das mindestens reaktionär, wenn nicht kontrarevolutionär. Das Zweite ist, dass wir sprechen aber über Revolution als Prozess eines radikalen, fundamentalen sozialen Wandels mit Machtwechsel, das ist die Definition von politischer Revolution, in unserem Land. Und deswegen kann ich das, was diese Menschen auf sich genommen haben und nehmen, ich habe gesagt, 17. Juni, ich möchte mich wirklich vor den Menschen des 17. Juni 1953, die noch leben, verbeugen. Sie haben etwas getan, von dem die friedlichen Revolutionäre 89 profitiert haben und wir alle in unterschiedlicher Weise heute immer noch profitieren. Sie sind dieses existenzielle Risiko eingegangen. Am 17. Juni 1953 ist der Aufstand niedergeschlagen worden von russischen Panzern, von Volkspolizei. Hans, wissen 50 wir. Menschen sind auf der Straße dabei getötet worden und hinterher durch Todesurteile hingerichtet worden. Das ist das existenzielle Risiko, was diese Revolution, diese wirklichen Revolutionäre auf sich genommen haben. Und das möchte ich nicht in irgendeiner Begriffsverwirrung sozusagen außer Acht gelassen wissen. Nächste Frage. Hallo, Andi Pro-Seite. In der Klimakrise ist ein häufiger Vorwurf, dass die notwendigen Veränderungen viel zu langsam gehen. Wer garantiert bei der Revolution, dass diese notwendigen Veränderungen sofort geschehen und dass nicht die Revolution auch zuerst mit sich selbst beschäftigt ist? Ich verstehe die Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, denn natürlich kann man nicht hier einfach einen Masterplan ausrollen. Aber es ist ja momentan ganz klar, dass die Interessen andere sind und deswegen läuft so wenig richtig. Wenn wir aber als Voraussetzung für eine Revolution machen, dass alle das Klimathema in den Mittelpunkt stellen wollen, weil das Überleben das ist, worum es primär geht, dann kann man natürlich immer noch nicht sagen, wie schnell Abläufe funktionieren. Man kann aber zumindest einmal ausmachen, es gibt ein gemeinsames Interesse dafür. Wir haben noch 2 Minuten. Die letzten Fragen. Los geht's. Frage an die Kontraseite. In welcher Situation würden Sie sagen, es ist jetzt so schlimm, so beschissen? Ich glaube, ich schließe mich der Pro-Seite an, bin jetzt auch revolutionär. Die Antwort ist doch relativ klar. Wenn wir keine Demokratie mehr haben, wenn wir in einer Diktatur leben, wenn die materiellen Lebensgrundlagen wirklich gefährdet sind, es gibt ein Recht zum Widerstand, der auch in der Verfassung verankert ist. Das ist was, wo man dann tatsächlich sagen muss, da muss man sich gegenwenden. Aber das ist nichts, was aus meiner Sicht jetzt droht. Vielleicht die letzte Frage. Gretchenfrage einer katholischen Anarchistin an die Pro-Seite. Wie haltet es ihr mit der Anarchie, mit anarchistischen politischen Philosophinnen, sei es libertärer Sozialismus oder kollektivistische Anarchie und so weiter und so fort? Warum kommen diese Konzepte nicht vor? Warum finden sie keine Erwähnung und werden mehr verbreitet? Ich glaube, für uns ging es in der Grundargumentation gar nicht um begriffliche Debatten und große theoretische Konzepte darum aufzumachen, sondern für uns ist der erste strategische Schritt und der erste wichtige Schritt vor allem, dass wir darüber nachdenken, wie wir zu einer Demokratisierung der Wirtschaft kommen. Deswegen war es mir zum Beispiel ein Anliegen, auch Beispiele von ArbeiterInnen reinzubringen, die bereits die Produktion übernommen haben und sich zum Beispiel in Rätestrukturen organisieren wollen. Das ist das, woran ich an erster Stelle festhalten möchte. Ich glaube gerade, das, was die anarchistische Theorie auch mitbringen kann, und das ist das, wo ich den Abolitionismus vorhin ein bisschen mit reingebracht habe, ist die Frage von, wie lassen sich autoritäre Regime verhindern? Wie wollen wir kollektiv sozusagen die demokratischen Mittel miteinander aufweiten, damit es nicht weiter zu strafenden Regimen kommt, damit zum Beispiel auch ein Gefängniskomplex mit der Zeit abgebaut werden kann, damit wir soziale Lösungen für soziale Probleme finden können. Vielen Dank. Das waren die 20 Minuten Zuschauerfragen. Ich hatte befürchtet, dass es mehr Fragen geben würde als Zeit. Es tut mir leid. Vielleicht dürfen wir das nochmal machen, wenn ihr es erlaubt. Wir kommen zu den Abschlussstatements. Dafür bekommen wir nochmal unseren Pult. Diese Abschlussstatements jeder Seite werden jeweils eine Minute lang sein. Während der Abschlussstatements könnt ihr ab sofort auf palastrevolution.com erneut abstimmen. Das Abstimmungsergebnis vorhin war 85-15 für die Pro-Seite. Wenn sich das in Richtung Contra ändert, hat Contra gewonnen. Die Abstimmung wird eine Minute nach dem letzten Statement beendet werden. Pro beginnt erneut. Eine Minute starten. Hören wir mal auf mit den Schreckensszenarien, malen uns mal kurz aus, wie könnte es sein? Es könnte so sein, dass wir mehr Zeit haben. Es könnte so sein, dass wir gemeinsam an den gesellschaftlich notwendigen Dingen arbeiten. Dass wir nicht mehr Entfremdung spüren, wenn wir arbeiten gehen, weil wir wissen, wir arbeiten eigentlich nicht für die Gesellschaft, sondern fürs Kapital. Und dadurch stellt sich ein anderes gesellschaftliches Zusammenleben her. Dieses neue Zusammenleben bedeutet, dass man frei ist von Zwang, dass man sich entfalten kann und dass man wirklich versteht, worauf es im Leben ankommt, dass man wirklich begreift, was es heißt, dass man nur ein Leben hat
Und dieses eine Leben gilt es wirklich zu leben. Denn, wie Rosa Luxemburg sagte, die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark. Das war Wolfgang M. Schmidt, jetzt kommt Achim Truger. Ja, vielen Dank. Knüpfen an das, was Wolfgang gesagt hat, stellen wir uns was Positives vor. Ich habe jetzt lauter Sachen gehört. Wir haben ja gesagt, wir sind uns eigentlich einig bezüglich der großen Ziele. Stellen wir uns vor, wir haben Arbeitszeitverkürzungen. Vielleicht müssen wir nur noch 2,5 Tage die Woche arbeiten. Wir haben öffentlichen Personennahverkehr ausgebaut. Wir haben die Infrastruktur ausgebaut, das Gesundheitswesen. Wir haben Genossenschaften. Wir haben einen sozialen Wohnungsbau. Wir haben ganz viele Wohnungsbaugenossenschaften. Lauter Sachen. Wir haben die Klimaneutralität erreicht im Verkehr, im Gebäudesektor. Die Industrie und die Energieversorgung sowieso ist mittlerweile dann auf Erneuerbare umgestellt. All das ist keine Utopie, das kann man schaffen. Genau wie ich gesagt habe, man kann das schrittweise machen. Ihr habt das in der Hand. Ihr könnt, wenn ihr die richtigen Parteien wählt, wenn ihr auch auf die Straße geht, wenn ihr demonstriert, könnt ihr das hinbekommen. Und dann ist alles in Ordnung. Das funktioniert. Ihr müsst es wollen. Aber ihr braucht... Nochmal. Ach. Nochmal ein Hinweis, spart euch Zwischenrufe, zeigt Respekt. Die sind wahnsinnig aufgeregt gewesen, weil wir das alle noch nie gemacht haben. Falls ihr der Meinung seid, Achim Truger hat euch gerade überzeugt, ihr könnt schon abstimmen. Weiter geht's. Gut. Das jetzige System, das des ewigen Wachstums, der Ausbeutung, der Angst, versucht jeglichen Zugewinn von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit immer wieder einzuhegen. Und immer wieder und immer mehr brechen wir es auf, brechen sich revolutionäre Protestbewegungen für das Leben Bahn. Schaut euch doch um. Frauen in ganz Lateinamerika rufen auf den Straßen Ni una menos. They can't breathe. Ja, es gibt Fridays for Future, es gibt Ende Gelände, es gibt Extinction Rebellion. Es gibt sogar mittlerweile MillionärInnen und auch Peter Fox stimmt denen zu, die sagen, text me now, I'm a rich motherfucker. Es gibt sogar weise Wirtschaftsweise, die zumindest anfangen, den alteingefahrenen Status quo in Frage zu stellen. Wir wissen es nicht nur, wir spüren es doch auch. Der Kapitalismus kennt nur VerliererInnen und wir haben jetzt die Wahl. Wir haben alles zu verlieren und eine Welt zu gewinnen. Lasst uns gewinnen. Auch heute Abend. Vielen Dank, Martina Linatas. Ihr könnt übrigens Martina auch auf Twitter folgen, wie alle anderen, auf Instagram. Simin. Jetzt kommt. Ja, wir haben ja keine Bauchbinden, die wir hier einblenden können, darum sage ich es einfach. Alena Büchs, eine Minute. Es ist furchtbar. Ich habe nichts anzubieten als Schlussstatement, außer zu sagen, es ist ein schöner Traum, die Revolution. Es sind nicht genug, die sie umsetzen wollen. Es gibt zu viele Risiken, sie umzusetzen. Das ist nicht zu machen und das ist eine unglaublich deprimierende Botschaft. Und das Einzige, was mir einfällt, ist zu sagen, es gibt, und da sind wir uns einig, ein gutes Leben, das wir gemeinsam leben wollen. Aber wir werden es nicht auf diesem Weg erreichen. Und deswegen ist es an uns und tatsächlich auch an euch allen, rauszugehen und die anderen Wege auszuloten. Sich zurückzulehnen und zu sagen, macht die Palastrevolution, dann wird's super, ist nicht genug. Tut mir leid. Vielen Dank, Alena Büchs. Das letzte Statement der Pro-Seite, um euch zu überzeugen. Simin. Ich werde ein bisschen improvisieren, weil hier so oft gefragt wurde, wer hier eigentlich das Subjekt sein soll. Ich gucke meinen Barber an und ich bin traurig, weil er mit so vielen Hoffnungen nach Deutschland kam. Uns wurde erzählt, wenn wir uns nur gut genug anstrengen, dann schaffen wir es. Vielleicht nicht Millionär, Leute, aber wenigstens eine abgesicherte Zukunft.
Ich schaue meine Eltern an und ich sehe kaputte Rücken, kaputte Leben. Ein Gefühl, das wir alle kennen. Desillusionierung. Genauso wissen wir, dass dieses System der Mehrheit schadet. Wir wissen das alle in diesem Raum. Was fehlt, ist der Glaube, und das haben wir ja auch von den anderen gehört, dass anderes möglich ist. Deswegen müssen wir uns heute hier wieder als Menschen und was wir schaffen können, ernst nehmen. Wir haben die Kraft, wir haben das Wissen und zusammen auch die Macht dazu, alles auf den Kopf zu stellen. Denn wenn unsere Grundbedürfnisse gestillt sind und wir keine Ängste mehr haben, dann werden wir auch wieder lernen, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Kein moralisches Argument am Ende. Das ist für uns, das ist für Barbara, das ist für euch, das ist für mich. Die Revolution ist wunderschön. Danke. Das letzte Statement kommt von Hans. Die Abstimmung läuft. Nach Hans' Statement dauert sie noch eine Minute und dann haben wir das Ergebnis. Der Kronzeuge für mein Statement ist Wolfgang M. Schmidt. Er hat gesagt, wir müssen uns die Demokratie wieder aneignen. Sehr richtig. Demokratie wieder aneignen. Das ist nicht Revolution. Das ist Reform. Das ist radikale Reform. Sich etwas wieder anzueignen bedeutet, wir müssen hin zu dem, was schon einmal da war. Die Worte von Wolfgang M. Schmidt. Und jetzt möchte ich bitten, die Technik, das Saallicht ein bisschen hochzufahren. Ich möchte nämlich eine kleine empirische Untersuchung anstellen. Diejenigen von euch, die schon mal über einen etwas längeren Zeitraum sich institutionell in das eingemischt haben, was Max Weber das beharrliche Bohren starker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß nannte, also progressive Politik. Wer kann sagen, da war ich schon mal länger drin? Bitte Arme hoch. Das ist schön, aber es ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel. Ich erwarte und hoffe, ich würde mich auch melden, weil ich dazugehöre. Ich bitte darum, dass bevor irgendjemand sagt, jetzt hilft nur noch die Revolution, dass überhaupt erstmal die Möglichkeiten genutzt werden, die vorhanden sind. Das haben, ich muss es leider sagen, 2/3 von euch bisher noch gar nicht gemacht. Schade. Eine Minute jetzt noch, wo ihr eure Stimme abgeben könnt, ob ihr pro oder contra seid. Egal, welches Team gewinnt, ich hoffe, wenn es halt auch nicht euer Team ist, wofür ihr gestimmt habt, dass ihr den Respekt zollt, dass ihr gleich klatscht. Und ich freue mich, dass wir das so gemacht haben. Ich habe seit 5 Jahren davon geträumt, dass wir endlich mal eine Oxford-Debatte machen, weil ich bin der Meinung, sowas braucht es in der deutschen Medienlandschaft. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen für mich, weil ich diese Talkshows hasse. Hier haben wir Pro und Contra gehabt und wir haben gleich ein Ergebnis. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir brauchen das Ergebnis. Wir lassen den Pult schon mal wegbringen. Wir brauchen das Ergebnis, Kira. Oh, jetzt wird es wieder manipuliert hier wahrscheinlich. Nein. Ich sag schon mal Danke bei unseren Diskutanten, bei Team Contra. Ich wollte es dann noch namentlich machen. Bei Alena Büchs, Medienethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, vielen Dank. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein fucking Wirtschaftsweiser sich auf diese Bühne stellt und zur Revolution debattiert. Achim Truger.
Steh mal auf. Was soll ich sagen? Nichts. Danke, Hans. Nichts. Ich bedanke mich beim Team Pro, bei Martina Linatas. Danke. Ich bedanke mich bei Simon Javabré. Steh mal auf. Danke, dass wir diesen Abend zusammen gemacht haben. Ja, es war anstrengend, ne? Es war. Thilo ist ja, das wissen nicht alle, ist ja sehr fordernd. Also mit ihm was zusammen zu machen, gar nicht so. Wir wollen den Leuten was bieten. Es ist noch nicht ganz vorbei. Kira. Kira Müller ist unsere Redakteurin. Danke, Kira. Oh. Das Ergebnis ist, für Pro haben 57% gestimmt, für Contra 43%. Contra hat gewonnen! Gebt euch doch die Hände. Herr. So, auf drei nach vorne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch was vor. Ihr müsst nicht auf der Bühne bleiben, ihr könnt euch verstecken. Aber ja, denn wir haben jetzt ungeheuer viel geredet und das ist auch wichtig. Aber vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen Gemeinschaft anders herstellen. Es waren ja doch eben schon so beim Einlass, auch in der Pause, so ein paar Klänge auf der Gitarre zu vernehmen. Und die kommen von John Constantine. Folgt ihm bei Instagram und sein erstes Album hat er gerade aufgenommen. Jetzt muss er aber hier mit uns Dilettanten vorlieb nehmen. Aber er hat sich dazu bereit erklärt, denn wir denken, es wäre doch jetzt zum Abschluss ganz schön, wenn wir zusammen noch etwas singen. Und wenn ihr jetzt nicht direkt textsicher seid, dann... Dann geht ihr auf palastrevolution.com und singt einfach mit. Wollen wir? Und wir fangen mit dem ersten Lied an. Das Wichtigste ist der Frieden. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen wehen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Nun müssen wir aber auch von der Revolution singen und nicht nur darüber sprechen. Und wir haben uns da ein Lied ausgesucht, das mehr als 100 Jahre alt ist, aber es zieht noch heute, da bin ich ganz sicher. Also, leg mal los. Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen an. Bald siegt ihr alle Wegen, bald weicht der Feinde Wall. Mit Macht heran und altet Schritt, Arbeiterjugend will sie mit. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir haben erfahren der Arbeit von Gewalt in düsteren Kinderjahren und wurden früh schon alt. Sie hat an unserem Fuß geklirrt, die Kette, die nur schwerer wird. Wach auf, du junge Garde des Proletariats. Wach auf, du junge Garde. Die starke Waffe unserer Hand. Schlag zu, du junge Garde des Proletariats. Schlag zu, schlag zu, du junge Garde des Proletariats. Wir reichen euch die Hände, Genossen, halt zum Bund. Des Kampfes sei kein Ende, der Arbeit, mein freies Volk gesiegt und jeder Feind am Boden liegt. Wer wärst du, junge Garde des Proletariats? Vor wer wärst du, junge Garde des Proletariats?
Das Wolfgang, wir müssen noch mal sagen, die Leute können das auf der Webseite alles mitsehen. Ja, sie schauen uns mit großen Augen und offenen Mündern an, aber nützt die Münder ruhig zum Singen, die Texte sind da. Und ja, es ist so, wir singen auch noch ein drittes Lied. Denn wir müssen auch die Emanzipation natürlich heute Abend hier bedenken. Und das kann man mit einem Lied, das ganz wichtig war für die Frauen, zum Beispiel bei den Minenstreiks gegen Margaret Thatcher. Und da gab es dieses Lied, Bread and Roses. Und das wollen wir jetzt zusammen singen. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle to form men. For they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweetened from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, a number Wollen wir noch einen? Ja, eins wollen wir noch. Ja. Ich hatte mir gedacht, wir sprechen ja über ganz viele Bewegungen, Revolutionen. Lass uns doch auch noch was singen für die LGBT-Community. Und da sage ich doch einfach mal, Thilo, mach uns die Judy Garland. A land that I heard of once in a lifetime.
someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Wolfgang. Wollen wir noch? Ja. Haben wir noch einen? Ja, ich glaube, so ein Lied hätten wir noch, aber das müssen wir jetzt wirklich zusammen singen. Der Text ist überschaubar, die Melodie relativ simpel. Das bekommen wir alle zusammen hin. Ich würde mir auch wünschen, alle unsere Gäste, die heute da waren, die müssen ja nicht mitsingen, können ja auf die Bühne kommen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr alle da wart. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall. I do believe.
jetzt aber wirklich alle. We shall overcome. We shall. Danke an alle, danke, dass ihr da wart, das war's wirklich. Danke Hans, danke Simin, danke Martina, danke Silja, danke Achim, danke Alena, danke Isabella. Danke an das Team Jung und Naiv, angefangen bei Alexander Theiler, der das auf YouTube packen wird. Danke an Ludwig, an Kira, an Najat, ganz besonders an Robert Schröder. Und danke an John und Boris Wolfgang. Das machen wir nochmal, oder? Ja, wenn wir wieder eine Revolution brauchen. Danke! Thank you.